Jetzt machen dich los. Okay, ganz kurz. Voriges Mal haben wir ja wieder über die Sprachen gesprochen. Da wollte ich eigentlich auch wieder weitermachen. Und wenn du mal in den Ohrenbarungen guckst und dann eintippst, woher kommen deine geistigen Exkremente? Es geht mir echt nichts um diesen Satz, aber um dasjenige, was da drüber geschrieben steht. Aber dann hast du etwas, um diese Seite zu finden. Kleinen Moment, ich gehe ins große Dokument. Sagen wir mal einen Satz davor. Kleinen Moment, ich mache das mal auf. Woher kommen deine geistigen Moment, Ex... Moment, ich Oh, muss jetzt das Entschuldigung. auch machen. Jetzt, so jetzt gib mir irgendein Stichwort, wo ich finden kann. Zwei, drei Worte. Deine geistigen Exkremente. Das reicht schon. Und das ist dann ganz unten, das ist Seite 702. Moment. Bin schon wieder zu schnell, ne? Ja, nicht für mich, sondern das muss ich jetzt erst. Hat er nicht? Was hatte deine? Entschuldigung, habe ich es eh vergessen. Habe ich es eh vergessen. Wenn ich nämlich nur dein, da wenn ein Buchstabe fällt, geht es nämlich nicht. Okay. Woher kommen deine geistigen Moment, Exkremente? ich habe die Herz noch nicht gefunden. Jetzt, woher kommen? Jetzt haben wir es. Ja? Das muss, gut Ding muss Weile haben. Und da jetzt unten. Nee, da drüber, da steht wieder entspringen, schreibt man auf Richtig. Hebräisch. Ja. Ja, du hast es mit der Natur, oder? Ja, nee, es geht mich jetzt nicht um die Natur. Es ist für mich ganz wichtig, um genau zu verstehen, wie die Systematik funktioniert. Und dann habe ich mich Folgendes gedacht. Da steht, in der vierten Zeile steht Nater, Natur, Natter, das Schlängelnde. Also ich verstehe, dass du über das Schlängelnde zur Schwingung und Sinus kommst. Aber ich habe das jetzt so gedacht und bitte korrigiere mir, wenn ich jetzt verkehrt denke. Die Natter ist nur eine Unterordnung der Schlangen. Und nicht alles, was schlängelt, ist eine Natter. Also ich habe mich das so gedacht, wenn da ein lückenlosen Zusammenhang besteht zwischen dieser Radix NTR und dann dieser Sinus und so, dann kann es doch nicht nur so sein, dass ich nur über die Unterordnung Natter zum Nein, Sinus das ist, komme. schau, was das Problem ist. Martin, das Problem, das ist das Problem des normalen Menschen. Und das erste große Problem des normalen Menschen, wenn sich was widerspricht oder wenn ihm was unlogisch erscheint, Ja. meint er müsste sich den Kopf zerbrechen, was richtig ist. Und jetzt hört es mal zu. Ja. Mir wurde vorgeworfen, wie die ersten Offenbarungen rausgekommen sind, dass da so viele Rechtschreibfehler drin sind. Was jetzt schon der Witz ist, dass ich hier, wenn du Ich bin du anfängst zu lesen, ganz am Anfang vom Ich bin du darauf hingewiesen wird, dass es eigentlich für einen Kontext gleichgültig ist, ob ich Vater mit F oder mit V schreibe. Und jetzt gehe ich einen Schritt weiter. Du musst dir mal diese unendliche Arroganz auf das eigene Wissen eines normalen Menschen vorstellen, der jetzt zum Beispiel ein Meister Eckhart oder ein Paracelsus oder ein Luther im Original liest. Da wird komischerweise keiner auf die Idee kommen, dass das alles verkehrt geschrieben ist mit der normalen deutschen Rechtschreibnormierung, weil das ja das Altdeutsch komplett andere Rechtschreibung ist. Die ist wesentlich freier gesetzt. Okay? Das heißt, jetzt ein Meister Eckhart oder ein Luther würde keiner vorwerfen, dass der voller Rechtschreibfehler sind in seine Schriften. Wenn du jetzt aber hier meinetwegen die Offenbarungen liest, was mir vorgeworfen wird, ich weise ja da noch darauf hin, dass das eine andere Normierung ist. Worum es mir jetzt darum geht für dein Problem ist, dass du immer noch in der Kleinigkeit hängst von richtig und verkehrt. Du hast, verbessere mich, wenn ich verkehrt liege. Und das, was ich dir zuerst einmal lerne, dass jede Vorstellung von richtig im selben Moment eine Kehrseite etwas Verkehrtes, Gespiegeltes dazu entsteht. Und diese Kehrseite ist auch richtig, wenn du das von der anderen Seite anschaust. Das ist dein erstes Problem. Du musst, um Holofilien zu verstehen, muss dein Geist extrem beweglich werden. Und jetzt gehen wir das einmal schnell durch. Du hast hier zuerst einmal die Konsonante Radix NTR. Das steht ja oben. Das blaue N ist eine Existenz. Da kannst du dich auch, wenn wir einen Satz bilden, existierend und so weiter und so weiter. Das blaue TAF ist eine Erscheinung. Und das blaue R steht für die Logik. Da habe ich noch Logik geschrieben für eine Rationalität, eigentlich für eine Berechnung. Das habe ich dann noch verfeinert, dass ich die Logik des Shin nenne und die reine Berechnung aus der Logik des R. Okay? Eine Berechnung ist ja auch eine gewisse Logik. Aber das kann man noch feiner. Die Logik bezieht sich eigentlich auf die Logik, auf das Programm und die Berechnung selber als Ding an sich ist das R. Nun wollen wir eine analoge Gedankenkette bilden. Das ist NTR. Du hast eine existierende Erscheinung,
ist eine Berechnung. Jetzt kannst du natürlich, da haben wir die Konsonante Radix ist gleich, bei der Nadda merkst du jetzt, dass diese Erscheinung plötzlich zwei TT hat. Das ist jetzt schon, in der Nadda kommt das Plus und das Minus. Dadurch kriegst du das Schlängelnde, da steckt das Wort lange mit drin. Okay. Wobei bei dem Wort lange über den A zwei Bündchen drüber sind. Das ist deine, das lang in gestreckte ist der Meeresspiegel, wo du jetzt zwei Bündchen, den Wellenberg und den Wellendor draufsetzt. Okay. Du musst einfach Fantasie haben. Ja, ja. Die Fantasie kriegst du irgendwann. Wir können jetzt natürlich das NA als die existierende Schöpfung lesen. Wir machen mal das A dazu, dann hast du eine existierende Schöpfung. Mhm. Jetzt, wenn du wieder nachschaust in dem Matrix-Explorer, das heißt, zuerst einmal wird es benutzt, das NA als Bitte, aber B hast du schon wieder in mir, ist TT. Ja. K. Ja. Aber es in der Regel heißt es unreif, noch nicht gar gekocht. Deine existierende Schöpfung, die du dir zurzeit ausdenkst, ist noch sehr, sehr roh, noch unreif, noch nicht ausgegoren. Mhm. Das fühlt dich zum Schlängigen. Da hast hin ja das ND schon wieder dranhängen. LND, ja. Der Geist. E, dann L. Und jetzt ist immer die große Sache. Du kannst jetzt hier das Gell oder Gall, wenn du hast. Das ist einmal die Konsonante Radix ist GL. Ja. Und die Konsonante Radix GL. Immer Gematrie-Explorer kann man uns jetzt ersparen, außer du willst das machen, im Gematrie-Explorer machen, können wir es gerne mal durchgehen. Hast du ja, sagst du mal, als GL hast du rot geschrieben, hast du das geistliche Licht. GL. Und das blau schreiben, hast du das Verstandeslicht. Und das L, wenn wir jetzt das E dazu nehmen, kannst du ja ein Aleph setzen, dann hast du praktisch der Geist Gottes. GL, GL, Elayom. Oder du machst das E als 70, dann ist ja die 70-30. Wenn du nachschaust, ist ja die große Radix für das Joch, für das Hochheben, für das was aufgeworfene. Mhm. Dann hast du einen Geist, wenn du den jetzt rot setzt, von Schlängelnde, ich mache nur dieses Ende, dann hast du das Joch, das aufgeschmissen wird, das wird zur existierenden Öffnung. Und diese existierende Öffnung, ND, ist ja auf und ab, ein Hin und Her, ein ständiges Kommen und Gehen. Ja, ich verstehe jetzt. Ich habe bis jetzt immer noch versucht, die Lösung zu finden in einer Symmetrie zwischen Buchstaben und das sinnlich Wahrgenommene, also die sinnlich wahrgenommene Natur. Das aber hast du, die Symmetrie ist da, das sind Schöpfungswesen. Ja. Aber das ist sehr komplex. Ich sage immer wieder, dass das, was ich dir erkläre, bloß eine von vielen Auslegungsmöglichkeiten sind, das ist einmal zuerst das Naheliegendste. Ja. Du kannst es ins Positive und ins Negative kehren. Weißt du, mach zum Beispiel die Radix La. Geh mal in die Gematrie-Explorer, mach den nochmal auf. Habe ich. Und dann? Wenn du den Gematrie-Explorer, und das ist das, was ich ja im nächsten Fliegenstall-Vortrag, ja. Im nächsten Fliegenstall-Vortrag will ich ganz, ganz gezielt nur über die Lautwesen, wie du dir das vorstellen musst, wie aus Lautwesen mehr oder weniger Bilder entstehen. Und jetzt ist es, dass wenn du nur einen Buchstaben hast, das habe ich ja schon mal angesprochen in einem dieser Tutorials, dass ein einzelner Buchstabe mit allen anderen Buchstaben ausgetauscht werden kann. Ich spreche es nochmal an. Pass auf, wenn wir das A, wir bleiben mal nur auf dem blauen Bereich. Nur blau. Ja. A steht für Schöpfer, für Schöpfung. Mhm. Jede Schöpfung, sobald du dir eine Schöpfung ausdenkst, ist schon eine Polarität da zwischen dem Denker und dem Ausgedachten. Das heißt, der Schöpfung muss immer was sein, was sich in dir aufspannt, ist eine Gedankenwelle. Jede Schöpfung, die du aus dir herausschöpfst, ist eine Gedankenwelle und die besteht erst einmal aus zwei sich widersprechenden Hälften. Das ist das B. Mhm. Sobald du das A und das B hast, was jetzt die Grundlage ist, ist einmal der Vater, wenn wir das symbolisch als Geist nehmen, darum hast du dasselbe Wort als Aff ausgesprochen. Das B war ja auch W ausgesprochen. Als Aff ausgesprochen heißt es aufblühen. Ja. Gib mal A und B ein. Moment, A. A und B, 1, 2. Oh ja, natürlich, A, B. Suchen. Jawohl. Du hast jetzt die blauen, vergess mal, das ist die erste Blüte, die frische, die Pflanze, die Frucht, weil du das Aufblühen hast, das Knospen, das Aufknospen. Und dann kommt natürlich hier der Stammvater, der Vater. Meistens wird ab als Abba, als Vater übersetzt, heißt aber auch das Aufblühen des Vaters. Und jetzt schau dir einfach mal die Zahlen an, aus 1 wird 2. Und 1 und 2, aus 1 wird 2, aus dem nicht denkbaren unendlichen Einen werden 2. Mhm. Das ist jetzt das erste Mal das, was immer ist und seine zerfranste Oberfläche. Ja. Das sind Gedankenwellen. Da aber die Gedankenwellen für sich ja auch wieder 2 sind, sind es praktisch 3. These, Antithese, Synthese. Darum hast du als Totalwert die 3. Mhm. Schau mal, geh mal zu den Zahlen rüber.
Okay? Ja. Ohne jetzt das genauer zu erklären, was der Totalwert ist, der Atbaschwert, der gespiegelte Wert ist 700, das ist die 7 unendlich. Das ist jetzt hier praktisch hier die große, das Endnun. Ja, ich sehe es, ja. Und der Pyramidenwert ist 4, ohne das jetzt zu erklären, was das nochmal bedeutet, der Verborgene. Die Zahlen sind ganz wichtig, wenn du die Matrix, wenn du das Computerprogramm verstehen musst, um das es momentan gar nicht geht. Wir halten fest, jetzt hast du aus 1 was 2, das hast aus der 1 blüht was auf, nämlich die 2 Gedankenwelt. Ja. Jetzt ist aber hier, jetzt kommen wir in die 3, dass diese 3, wenn du jetzt das Gimmel einzeln nimmst, dass das die 3, sobald du 2 denkst, muss ja einer da sein, der sich die 2 ausdenkt. Mhm. Das ist der Geist. Das heißt, der Schöpfer ist der Geist und der Geist, sobald er zum Denken anfängt, ist er 2. Mhm. Plus das Nicht-Denkbare. Zwangsläufig ist jede, jetzt pass auf, jede Schöpfung ist eine Polarität und jede Polarität hat im Hintergrund eine Synthese, das ist die 3. Es ist aber auch, jede Schöpfung ist eine Öffnung, das ist die 4. Das heißt, ob ich jetzt sage, eine Öffnung ist immer was Polares, eine Gedankenwelle. Ja. Wiederum als These, Antithese, eine Synthese bildet, aber gesamtheitlich, einheitlich gesehen eine Schöpfung ist. Jede Schöpfung ist eine Wahrnehmung, jetzt sind wir in der 5. Jede Wahrnehmung wiederum ist was Aufgespanntes. Alles, was du aufspannst, ist eine Selektion aus einem Chat. Mhm. 7, 8. Jedes Chat ist eine komplexere Spiegelung, eine Grundwelle, wo Oberwellen drauf liegen. Das wiederum ist ein Akt deines Intellekts. Ja, die bedingen sich gegenseitig. Der dir gegenüber liegt, der wie, so wie dein Intellekt es ausdeckt, ist jetzt die 30 das Licht. Das ist jetzt das Licht, das ist die 3 auf der 100er Ebene. Darum ist das Licht Lamed. Interessant, wenn du das Lamed eingibst, das Licht selber, das blaue Licht, wir sind auf der blauen Ebene, gib mal LMD ein. LMT? MD. Ja. Das Lamed ist jetzt der Ochsenstachel. Jetzt ist interessant, dass der Stachel, Kendron, griechisch, ich mache jetzt mal für dich solche Sprünge in andere Worte, dass der Stachel, der Kendron, ist das Zentrum auf Lateinisch, lateinisiert. Zentrum heißt eigentlich Stachel. Jetzt ist interessant, ST, wir bleiben mal, lass den Ochsen weg, dieser Stachel ST ist die raumzeitliche Erscheinung deines Brudergottes. Ja. Weil 8 heißt nämlich Bruder, ja. Und L heißt Gott. Ich bin der Stachel, ich bin der, die Biene, die dich sticht. Stehst du? Ja. Es sticht. Geh, du musst die Bilder, der Kruch geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Da denkst du doch auch nicht an den Kruch. Nein. Aber das wird jetzt arithmetisch. Jetzt pass auf, interessant ist, dass das MD alleine ist eine, das Licht wird zu einer Gestalt gewordenen Öffnung. Du treibst es letzten Endes an. Dieses MD für dich alleine, gib mal MD ein. Diese Gestalt gewordene Öffnung, wir bleiben nur blau. Ja. Das ist jetzt hier eine D, eine geöffnete Ecke. Macht Sinn. Das ist deine geistige Wand, weil das ja letztendlich nur flach ist, diese Spiegelungen. Das ist dein Kleid. Jetzt hast du hier, jetzt hast du mal, es ist wie dein Leid, wenn du das Deutsch liest. Ja, mach die Kaffeesilbe wie dein Leid. Ja, und ja. Leid ist Idee, das ist eine auseinandergeschmissene intellektuelle Öffnung. Das ist der Umhüllende. Und diese 40400 ist das hebräische Wort für Maß, für Messgerät, für Messen als Vorsilbe. Aber ist nicht dein Ermessen das, was dich umhüllt? Es liegt doch in deinem Ermessen. Ja, also die Marsch. Das ist die treibende Kraft, dieses intellektuelle Licht, das dich antreibt, das permanent sagt, ich muss doch hinrennen, wenn mein Sohn auf die Straße rennt und nicht aufpasst. Ich kann doch den einfach zuschauen. Ich sage, du verwechselst schon wieder den Beobachter, den träumenden Geist von der Figur mit der Figur Matten im Traum. Die wollen wir doch unangetastet funktionieren lassen, wie sie funktioniert. Aber das heißt auch, dass ich dann, was Emotionen und so anbelangt, als Persona authentisch Martin, pass auf, Martin. Ja. Es ist so, der Einzige, der den Traum erlebt, ist der Geist, der träumt. Der Geist. Der ist der Einzige, der wo was spürt. Die 4 Stufen der Vergessenheit. Mach dir bewusst, dass nichts und niemand in einer Märchengeschichte leiden muss. Der Einzige, der letzten Endes leidet, ist der träumende Geist, wenn er vergessen hat, was er ist. Das heißt, ich kann dir einen Roman geben, wo er auf das Schrecklichste verbal beschrieben gefoltert wird. Ja. Und du kannst dich jetzt da reinfallen lassen. Du kannst diese Worte, die du liest, diese Worte erzeugen in dir Gefühle. Übrigens Gefühle in Maßsetzung deines Interpretations- und Wertelogik.
gehen wir doch einfach, ich beschreibe dir verschiedene Speisen und da wirst du feststellen, du wirst bei einigen Beschreibungen wird dir das Wasser im Mund zusammenlaufen und bei anderen Beschreibungen fällt dich der tiefe Ekel an. Ja. Was jetzt hier für Gefühle du kriegst, wenn ich verschiedene Gerichte beschreibe, hängt doch ganz wieder von einem ganz persönlichen Wertemaßstab und einem Interpretationsmaßstab ab. Ja, und habe ich das jetzt so, ja, Entschuldigung, Daniela. Nee, mach du. Oh. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass dieser anscheinende Paradox, dass ich zum Beispiel, ich habe jemand vor mir, der scheint Schmerzen zu haben, aber jetzt ist es so, ich als Geist empfinde das. Kann ich mir das so erklären, dass obwohl sich jetzt zwei Träume zu überschneiden scheinen, dass wir nicht nicht der gleiche Traum haben, aber nur derselbe Traum? Das ist auch so eine Stelle. Du bist dasselbe, es gibt nur einen Geist, Mann. Ja. Pass auf, ich kann nochmal, wenn ich jetzt im Fliegen steige, gehe ich nochmal ein, ich spreche Sachen an und jetzt meine Erfahrung, das Erste, was ich jetzt mitkriege, das klingt sehr hart, ich rede jetzt mit einem Geist von meinem Geist. Du wirst irgendwann mal lernen und akzeptieren müssen, dass nichts und niemand, der in deinem Traum in Erscheinung tritt, was spürt, was empfindet oder auch was erfahren kann. Denk dir mal zwei Computer aus. Du denkst jetzt an zwei Computer und die zwei Computer tauschen Daten aus. Das passiert jetzt ausgedachterweise, wenn der Martin mit den Udo skypt. Dann tauschen zuerst einmal auf der inneren Ebene zwei Computer Daten aus. Ja. Okay? Dir ist jetzt vollkommen klar, dass diese beiden Computer, die wir uns ausdenken, nicht wissen, was sie tun, warum sie das tun. Das sind Automaten, Automatismus. Klar. Und diese Computer, auch wenn jetzt dein Computer neue Daten kriegt, der Computer, den du dir ausdenkst, als Ding an sich, weiß nicht, was das bedeutet. Jetzt gehen wir eine Stufe weiter. Jetzt denkst du dir zwei Menschen aus, den Matten und den Udo, und die tauschen jetzt Daten aus. Diese zwei Menschen sind genauso was Ausgedachtes wie die Computer. Du wirst doch nicht glauben, dass das Gehirn vom Matten was versteht oder das Gehirn vom Udo was verstanden hat. Wie oft habe ich das erzählt? Gehäuse, Computerchip, ja, ja. Intellekt, Bildschirm, Körper, Gehirn, Intellekt, darstellendes Bewusstsein. All das ist was Ausgedachtes. Der Einzige, der jetzt diesen Traum erlebt, dieser Depp glaubt, der ist die Daniela. Das ist Nein, die ist doch auch schon wieder was Ausgedachtes. Ja. Du Geist, der du jetzt dieses Selbstgespräch anhörst, du denkst dir jetzt den Matten, die Daniela und den Udo aus und du glaubst, dass diese Aufnahme in der Vergangenheit gemacht wurde. Alles, was in dir auftaucht, Bild für Bild, Geräusch für Geräusch, kommt hier und jetzt aus dir. Für die Figuren und die Erscheinungen in einem Traum gibt es kein Vorher und kein Nachher. Das heißt, du Geist, der du jetzt vorm Computer sitzt und dir diese Aufnahme anhörst, deine Logik rechnet sich jetzt aus, dass die in der Vergangenheit gemacht wurde und ich schwöre dir, die wird jetzt aufgenommen und du hörst dir das jetzt an und du wirst merken, dass du das mit raumzeitlicher Logik nicht verstehen kannst, dieses ewige Jetzt. Es ist alles gleichzeitig. Alle Worte in einer Bibliothek sind gleichzeitig da, wenn du an die Bibliothek denkst. Und in dem Moment, wo du hier ein Buch rausziehst, sind die anderen Bücher trotzdem da, aber du hast dich jetzt fokussiert auf eine Geschichte, auf eine Datei. Pass auf, praktisches Beispiel. Gott ist das Internet. Das Internet ist ein Kontinuum von unendlich vielen Möglichkeiten zusammengepackt in einen einzigen Wort, das du Gott nennst. L ist natürlich noch schöner, das Schöpferlicht. Ich rede jetzt von der Energie, die nicht vernichtet werden kann, die nicht vermehrt werden kann, so wie die Energie definiert ist in den Physikbüchern, die aber ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt wird. Das sind die Gedankenwellen. Das ist die Oberfläche. Okay? Ja. Und dieses Internet, dieser Gott, der hat nichts zu tun, jetzt das Symbol Internet, das du dir ausdenkst, das angeblich 1900 was ich entstanden ist, das ist schon wieder Vergangenheit, die du mit deiner Logik konstruierst. Es besteht aus unendlich vielen Internetzeiten. Jetzt musst du wissen, wir sagen jetzt nicht Internetzeiten, jede Internetseite ist eigentlich zuerst einmal nur eine Adresse. Wir geben jetzt eine kleine Adresse ein, YouTube, www.youtube.com. Das ist eine einzige Adresse von Milliarden von Adressen in dem Internet. Weißt du, was das für ein großer Komplex ist? Damit gehst du wieder diese Kollektion YouTube. Besteht aus Milliarden von Filmchen, wieder von Unterdateien. Jetzt ziehst du dir eine einzige Datei raus, nämlich die Datei, dieses Video, das du dir jetzt anhörst, diese Datei oder diese Audiodatei.
Du musst wissen, diese Datei als Ding an sich beinhaltet komplett sämtliche, alle Geräusche, alles in eins wieder als Kontinuum. So wie das Buch Wörter beinhaltet eine Audiodatei oder eine Filmdatei, dementsprechend Bilder und Geräusche. Mhm. Aber komplett statisch gleichzeitig. In Bezug auf einen Film, wenn du die Datei, die DVD oder je nachdem die Datei in der Hand hast, da gibt es keine Bewegung, keine Bilder, keine Geräusche. Das ist ein Kontinuum. Und um das jetzt wieder sichtbar zu machen, musst du praktisch jedes Bild, wenn es ein Film ist, jedes Bild, das du auf dem Bildschirm in Erscheinung tritt, ist jetzt, 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 das sind die blauen Jetzt-Momente. Mhm. Jetzt hast du schon das Wort Moment, wenn du jetzt in Geometrie Explorer MOM eingibst. Kannst gerne mal machen. Mache ich. Gib doch mal MWAF M ein. Das ist eine Gestalt. MWAF M. Ja. Habe ich. Jetzt hast du einen Flecken, eine Körperbehinderung, einen Morgel. FL-Ecken. Diese Facetten sind jetzt Lichtecken. Verstehst du? Ja. Das sind kleine Facettenspiegelung. Da steht schon die Lichtecken. Diese Facetten sind Lichtecken. Denk, diesen aufgespiegelten Tetraederspiegel. Ja. Das ist jetzt schlecht, wenn du mich nicht siehst, weil da muss ich mit Händen und Füßen arbeiten. Hast du ein bewegtes Bild von mir? Ich kann dich sehen jetzt, ja. Dann ist gut bewegt. Das war doch, wo ich gesagt habe, du musst jetzt erst einmal was vor dich hinstellen, um das überhaupt wahrnehmen zu können. Mhm. Wenn ich immer sage, das ist hier, der Kopf ist von dir auch schon was Ausgedachtes. Alles, was sich hier in dem von dir ausgedachten Kopf befindet, befindet sich jetzt in dem Kopf von dem Geist, der dieses Video anschaut. Mhm. Jetzt, was du vor dir hast, ist ein flaches Bild. Es ist immer wieder mit der Tiefe. Du konstruierst vollkommen unbewusst Träume und Welten außerhalb in die Vergangenheit, die letztendlich nur ständig wechselnde Erscheinungen im Hier und Jetzt sind in deinem Bewusstsein. Übrigens auch, wenn du jetzt, du Geist, an deinen Kopf denkst, der jetzt zum Beispiel vor dem Computer sitzt, der ist nur dann da, wenn du ihn denkst. Wie alles, was du denkst und erlebst, jedes Gespür entsteht aus... Darf ich da mal was einwenden? Wach. Aber die essentielle Frage ist dann ja eigentlich mit den Schmerzen jetzt zum Beispiel. Das ist ja also Quatsch, das zu negieren. Also ich merke jetzt zum Beispiel nur, dass es anhand von meiner Figur Daniela dennoch entsteht. Das ist die Figur Daniela, unterscheidet den Intellekt, der was ganz was anderes ist. Und ich kann immer wieder die Mühseligkeit, die ich jetzt, wenn ich jetzt in das Udo-Leben reingehe, dass ich tausende Mal in Selbstgesprächen was erzähle, was jeder von euch, jetzt, wenn du nicht gerade ein Geist bist, der das erste Mal so ein Video hört, aber jetzt der von dir ausgedachte Matten oder die ausgedachte Daniela von dir, da sage ich jetzt definitiv, ihr habt zigfach Selbstgespräche gehört, wo ich dieses einfache Prinzip der Empathie erklärt habe. Wenn du jetzt, pass auf, schau mal, der Udo, ich habe so Zahnschmerzen, dann wirst du zuerst einmal feststellen, du bist der, der sich an Udo ausdenkt. Das Pickelmännchen, das du jetzt siehst, hat sowieso keine Zahnschmerzen. Und selbst wenn jetzt der Udo in einer gewissen Entfernung vor dir in deinem Gesichtsfeld, das heißt real in Erscheinung tritt, kannst du komplett empathisch dich reindenken mit deinem Programm, was Zahnschmerzen sind, wie die sich anfühlen, je nach Heftigkeit. Mhm. Aber du selber hast diesen Schmerz nicht real. Genau. Weil du ja nicht der Udo bist. Es ist ja nicht dein Körper. Was übrigens ein Blödsinn ist. Wie sieht es aus in dem Moment, wo jetzt der Matten oder die Daniela Zahnschmerzen hat und du glaubst, du bist der Matten? In dem Moment spürst du durch dein Programm diesen Körper anders wie alle anderen Körper. Mhm. Weil du jetzt das Gefühl hast, und jetzt können wir das ganz definitiv machen, dass der Matten der Einzige ist, der hier real als Körper da ist, weil die Daniela und der Udo sind ja definitiv bloß Pixelmännchen, die du dir ausdenkst in deinem Kopf. Übrigens auch der, der sich jetzt dieses Video anschaut, der mit Matten und Daniela und Udo überhaupt nichts zu tun hat, der jetzt diese fremden Figuren sich ausdenkt aufgrund dieses Videos, wie Märchenfiguren. Wir sind doch bloß Märchenfiguren in deinem Traum, sag ich jetzt zu dem Geist, der mich ausdenkt. Ja, das. Also, jetzt das kann ist man es nicht so, sehen. Dass solange du und nochmal, immer wieder Millionen, tausendfach, die letzten 2000 Jahre habe ich die Sätze empfohlen, solange du dich mit einem Gedanken von dir verwechselst, wirst du leiden. Hm. Das ist ja die Frage. Aber in dem Moment erlebst du auch was real. Die einzige Möglichkeit, was zu realisieren, ist, in die Vergessenheit zu gehen. Das ist kein esoterisches Geschwätz. Wenn du ein bisschen einen gesunden Menschenverstand hast, wirst du immer mehr merken, dass mit Holophilie erkläre ich dir einfach nur knallhart das, was wirklich, wirklich ist. Und solange du hier
dieses, wie habe ich das genannt, das Quadrat mit drei Strichen zeichnen bei, dieses Phänomen noch in dir hast, dass dein unterbewusstes Ego permanent, ohne dass du bewusster Geist es mitkriegst, was wegdrängt und verdrängt, es geht nicht und es stimmt nicht und es ist unmöglich. Dann gehst du in diese Vergessenheit. Ich erkläre dir, du bist ein Geist, du bist was anderes wie die Rolle, die du spielst. Und dann kommt beim Matten, ja, ich kann doch nicht zuschauen, das ist wieder voll das Ego. Ich sage, verdammt nochmal, ich erkläre es dem Geist, der eine Stufe drüber ist, der jetzt den Matten beobachtet. Mhm. Und den sollst du nicht verändern. Nee, das habe ich gecheckt. Vorher habe ich immer gedacht, dass auch das, dass ich das Handeln aufgeben müsste. Aber jetzt ist mir klar, man kann handeln und zuschauen. Das habe ich schon gecheckt. Ich nenne das ja auch in anderen Gesprächen, sage ich, das ist der Unterschied zwischen der passiven Aktivität und der aktiven Passivität. Ja, ja. Wenn du das Rot und Blau schreibst, musst du wissen, die Figuren in deinem Traum sind oberflächlich betrachtet, die wuseln rum, nennt man das, bei dem Spielsiedler, die sind total aktiv, obwohl die rein als KIs total passiv sind. Mhm. Aber was ich denn jetzt frage, der Geist wiederum ist im Hintergrund absolut apathisch, nicht handeln, und um diesen Zustand zu erreichen, musst du extrem geistig beweglich und aktiv sein, weil du die Bilder ständig von allen Seiten gleichzeitig siehst. Bloß jetzt merke ich jetzt zum Beispiel, dass ich als Daniela nicht fähig bin, irgendwie einen Schmerz auszublenden. Also schon bis zu einem gewissen Grad. Aber wenn ihr zum Beispiel Daniela, wieder... Daniela, Moment, was ist die Daniela jetzt? Ja. Ich unterhalte mich mit deinem Geist. Die Aussage, die jetzt in dir aufgetaucht ist, ich bin als Daniela nicht in der Lage. Jetzt rutscht schon zwei Stufen runter. Da ist ein Ich, das sich mit dem Körper verwechselt. Ja. Du bist der Geist, der sich dieses Ich ausdenkt. Das blaue Ich, das mit dem Körper verwechselt. Ich beobachte mich und ich kann feststellen, dass ich den Schmerz nicht ausblenden kann. Gehe ich dir jetzt gleich das erste. Du Geist machst dir jetzt bewusst, dass dieses Ich ein reines Konstrukt wäre und ein Interpretationsprogramm ist. Und dieses Programm glaubt, dieser Körper zu sein, der momentan, in dem er sich ausdenkt. Du lernst es. Du Geist, der dieses Programm analysieren sollst. Dass also hier dieses Ich, das da mal meint, es ist der Körper und feststellt, ich kann diesen Schmerz nicht loshaben. Was du mitkriegst, ist, dass dieses Programm eine Einseitigkeit anstrebt, nämlich Gesundheit. Das heißt, es arbeitet ständig an der eigenen Entheiligung von dir. Weil wenn du nämlich gesund bist, es gibt keine Gesundheit ohne Krankheit. Du willst schon wieder was loshaben. Jedes Ding, jede Erscheinung, die in dir auftaucht, mit der du nicht einverstanden bist, fällt dir Geist zu deiner Heiligkeit. Liebe deine Feinde heißt, liebe die Krankheiten. Ja, aber Heiligkeit... Nicht, dass du die Krankheit alleine jetzt kriegen sollst, sondern du brauchst das Kreis und den Dreieck, um zum Kegel zu bringen. Das heißt, das, was du bekämpfst, ist die Treppenstufe, die du brauchst, um in die dritte Stufe der Synthese zu kommen. Kann ich da nochmal, weil du immer sagst, das ist im Hintergrund immer vorhanden. Also man, das ist ja klar, dass ich das im Hintergrund als Info brauche. Ja, eben. Und das ist jetzt wirst du merken, was das für ein Blödsinn ist, was das Programm ist. Das ist ein fehlerhaftes Programm. Nochmal, es fehlt was zur Vollkommenheit und das musst du begreifen, dass du die Krankheit wie die Gesundheit in Sonnenschein und in Regen für deine Lebendigkeit brauchst. Und jetzt merkst du, dass dieses intellektuelle Wissen ist nur einseitig. Beispiel. Wir machen einmal ein aktuelles Beispiel hier ganz gezielt mit den Flüchtlingen. Jetzt denk an diesen Mitleidschock. Jeder, der jetzt hier den Flüchtlingen helfen will, der kann sich das ja nicht raussuchen. Es sind Programme. Ich sage, das ist ein christliches Programm. Ein christliches Programm der Nächstenliebe heißt, das, was du willst, dass man dir tut, dass du auch den anderen, das heißt, wenn du verfolgt wirst, würdest du dir wünschen, dass dich eine aufnehmen und helfen. Okay, diesbezüglich ist es ein christliches Programm. Jetzt sprechen die immer von Toleranz, was übrigens sehr interessant ist, dass die Flüchtlinge, die wir uns jetzt ausdenken, ja bloß Gedankenwellen sind. Es ist wie mit den Hühnern in der Hühnerfarm. Und es ist wie mit Schneewittchen. Du wirst erst, wenn du das zweite Gebot hältst, wirst du mir geistig folgen können. Und dann kommt das dritte Gebot, entheilige die Worte nicht. Du merkst jetzt, wie wichtig die 10 Gebote sind, an einer ganz anderen Jenseits von christlichen Kirchen. Was jetzt hier, pass auf, wir drehen das jetzt etwas, die Toleranz, die übrigens sehr interessant ist, wenn wir das jetzt eingeben, machen wir einen Gematrie-Explorer schnell. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel eingibst, zuerst einmal die Grundradix-Konsonant TL, habe ich schon oft gesagt, das erscheinende Licht, merkst du jetzt, das ist ein Haufe, ein Hügel, ja. Da ist schon das Gall mit versteckt drin, Hügel ist HGL, das ist die wahrgenommene Welle, das ist, es häuft sich in dir was auf, drum ist, da steckt jetzt noch ein Ruinenhügel, eine Schutthaufe, ein Schutthügel, im Langenscheid steht ein künstlich aufgeworfener Erdhügel.
Und ich habe jetzt drunter, der ist erst einmal das erscheinende physikalische Licht. Okay? Ja. Jetzt machen wir aber dieses Toleranz, wir wollen das Toleranz anschauen, und jetzt machen wir zuerst einmal hier, machen wir ein Waff zwischen den zwei, T, Waff L, als toll gelesen. Die Erscheinung ist aufgespanntes Licht. Siehst du das jetzt, den künstlich aufgeworfenen Erdhügel? Jetzt ist interessant, Erd, das heißt ja praktisch die erweckte Öffnung. Mhm. Das 70-30, mhm. Wenn du das jetzt einmal als Ganzes eingibst, mach das einmal 70 200, 70, 204. 204. Das ist jetzt praktisch die augenblicklich berechnete Öffnung, wenn wir das blau lesen. Mhm. Mit Holoft. Okay, mhm. Schaut es, was das bedeutet. Ja. Es ist ein Wildesel. W-Ilet heißt das doppelt aufgespannte Kind. Das Fra, ne? Erinnerst du dich an das Fra? Ja. Gib mal hier P ist gleich F R A ein. P R A. Ja. Das ist auch der Wilde. Wilder, ein Wildesel. Mhm. Wie ein doppelt aufgespanntes Kind erwacht. Und jetzt erinnerst du dich an den Fragebogen. Ja. Ich habe das Fragebogen. Mhm. Jetzt gib mal Fra, haben wir ja, das ist das W-Ilet. Jetzt gib mal GB ein. Der Geist wird Polar. Das ja. ist praktisch Synthese, These, Antithese als Polarität. Das ist der Buckel vom Schild. Shin-Ilet, die Logik deines Kindes erzeugt einen Buckel. Mhm. Es ist Erhöhte, die Erhöhung, die Erwiderung, das Gewölbe, das Gewölbte, die Rückseite. Du hast auch dann unten einen Wasserbehälter. Das ist, wenn du das jetzt zusammen, du musst viel Fantasie um, ist ein Gewölbe, ein Zwischenraum, ZW Ischen, ZW, Geburt von einem aufgespannten Schlaf. Ischen heißt ja schlafen und alternieren. Zwischenraum, ZW Ischenraum, okay? Mhm. Dann steht im Langenscheid unten noch eine Vertiefung, das ist das Wellendal. Du hast praktisch hier die Erhöhung und zwangsläufig entsteht auch die Vertiefung. Mhm. Die Vorderseite, die Rückseite, darum ist es auch der Rücken. Dann heißt es auch noch hier der Querbalken einer T-Ecke. Ja. E, alles in Gott ist dieses Kennen, ist das Fundament, wenn du das eingibst. Kannst du dich erinnern? Ja. Wir haben das W-Ilet, das ist GB, das ist der Geist wird Polar. Das ist das W-Ilet, das doppelt aufgespannte Kind. Ilet ist ja die intellektuelle Lichtöffnung. Mhm. Geb und jetzt kommt Ogen. Und da machst du 70, mach einmal 70. 70. O, 3. Nun, Entschuldigung, ja. Nicht 70. Lösch das. Yep. Wir machen OG als Schöpfung, die Schöpfung deiner geistigen Existenz. Um das nochmal klar zu machen, alle Vokale können A 71 sein. Mhm. Denk zum Beispiel an Osen, heißt Ohr. Das schreibt sich 1,57. 1,57 ist Osen, das heißt Ohr. Und jetzt machen wir mal Ogen auch mit 1,350. Ja, habe ich. Das ist übrigens auch, du kannst es auch Augen lesen, die Radix von Augen. Okay? Ja. Das ist jetzt erst einmal dieses Ogen, ist jetzt die Krempe, der Flansch, AGN. Und wenn du jetzt unten runter gehst, das hast du oben, das Waschbecken, Wasserbecken. Mhm. Ich habe jetzt erst einmal Becken. Das ist der Schöpfer, ein nicht existierender Schöpfer, darum habe ich AGN geschrieben, und dessen geistige Existenz, GN, blau geschrieben. Hast du das? Ja. Unten im Kommentar. Übrigens, dieses dessen. Auch interessant, die Öffnung Esse ist ja das Seiende, die Öffnung einer seienden Existenz. Mhm. Esse wiederum hebraisiert, ausgesprochen, ist normalerweise 70, 300 links punktiert He, spricht man Esse aus, das heißt Tun, Machen, Handeln. Die Öffnung deines Tuns wird zur Existenz. Das steckt alles in dem Wort dessen drin. Mhm. Kannst du folgen? Ja. Oder bin ich zu schnell? Nee. Jetzt diese vom Schöpfer ausgedachte ist gleich dessen geistige intellektuelle Existenzen tun, machen, handeln, ist gleich E sinus He, habe ich jetzt Esse gesprochen, wie es ihnen ihre berechnete Intellekt, ihr zum Denken benutzte Logik, logisches System vorschreibt. Jetzt heißt es auch Becken, das ist hier, müsste man anders setzen, da stimmt hier das Grau-Grau nicht, da stimmt wieder die Formatierung nicht. Das heißt, B-Ecken, die polaren Ecken, nehme eine Ecke und ich SDR-Ecke, ich strecke die Ecke und kriege eine SD-Ecken und dann machen wir den Stecken eine Seite und machen die Seite, nehmen wir in der Mitte, macht aus der Seite eine Ecke und jetzt wird es Fragebogen. Fragebogen, ja.
Jetzt, Shahid, das sind die Bollarn-Ecken, die in deinem Gesichtsfeld sind. Das sind genau genommen sind das Facetten aus einer hochgespiegelten Tetraederstruktur. Dann brauchst du jetzt die Physik, wenn du das verstehst. Aber jetzt merkst du, dass das Fragebogen, wenn ich ein Wort mache, wenn ich immer sage, da können wir jetzt einen ganzen Tag drüber legen, weil mir ja jedes hebräische Wort deutsche Wörter beinhaltet, die wir wieder hebraisieren können. Ja. Und wenn du das jetzt über mehrere Stufen machst und du schreibst dir das hin, was du feststellst, dass jedes Wort selbst erklärend wird, bis ins Detail. Können wir mal einen Sprung machen in Bezug zu diesem Tetraederspiegel? Ich gehe mal ganz kurz zurück zu der PDF-Datei, die ich geschrieben habe. Ich lese mal. Habe ich offen? Ich bin jetzt bei der zweiten Frage, Familienstruktur, ne? Ja, ich Moment, muss ich runter scrollen. Ich lasse das ganze raumzeitliche Gejammer mal weg. Und, das ist übrigens, da habe ich sehr geschmunzelt als Udo Brösel, weil ich ja immer sage, ich bin du. Und ich, wenn ich jetzt dir die Familienstruktur sage, deine Probleme, ich bin ja du. Ja. Das ist komplett gespiegeltes Leben, wenn ich jetzt den Udo-Roman nehme, was du feststellen, dass die elementaren Grundsätze dieselbe Strukturierung ist wie bei dir. Ich kann dir wieder andere Strukturierungen jetzt sagen, wo ich dir sagen kann, da ist es genau gespiegelt, da ist hier die Mama das totale Feindbild. Ja. Der Papa der Gute, und das sind ganz andere Leben, die du lebst, mit einer anderen Ausgangsbasis. Aber das bleiben symbolische Bilder in deinem Traum. Also okay. Diesbezüglich habe ich sehr geschmunzelt, weil da können wir jetzt sehr, sehr viel noch drüber reden. Aber jetzt zweite Frage. Ich bin schon da, ich muss runterscrollen. Wo hast du das genau stehen, auf was für einer Seite? Ich glaube, die dritte Seite. Gut. Da steht zweite Frage, Familienstruktur. Ich möchte eigentlich den Absatz mal kurz vorlesen. Ja. Raumzeitlich gesehen bin ich als Person Teil einer Hierarchie. Wenn ich ein Fragment meines Stammbaums ansehe, dann denke ich mir mit meiner normalen raumzeitlichen Logik, dass ich von meinem Vater abstamme und ich wieder den Vater bin meiner Söhne. Diese drei Glieder der Hierarchie, Großvater, Sohn, Enkelkinder, haben bestimmte Ähnlichkeiten, sowohl äußerlich als was ihr Charakter und Verhalten anbelangt. Mit normaler Logik kann ich mir das mit den Begriffen Erbanlagen und Erziehung erklären. Wenn ich aber weiß, dass meine Außenwelt, und der umfasst sowohl ich als Trockennasenaffe als mein Vater und meine Kinder, Facetten oder Projektionen meiner noch fehlerhaften Logik sind, sieht es anders aus. Also raumzeitlich sehe ich diese Hierarchie. Ich nehme an, mein Vater ist weiter zurück in die Zukunft geboren als ich und meine Kinder sind wieder später geboren. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt da in Detail treten muss, aber ich sehe da bestimmte Ähnlichkeiten, die sich jetzt tun bei meinem Vater. Und ich frage mich jetzt, dass ich meinen Vater in die Vergangenheit irgendwie denken und meine Kinder von mir aus gesehen ein bisschen mehr in die Zukunft in Bezug zu meinem fehlerhaften Programm. Auch was Beziehungen angeht. Wie soll ich das verstehen, dass meine Kinder raumzeitlich gesehen wieder einen Schritt weiter sein werden als ich? Und Die Fragen stellen sich alle nicht, wenn du wirklich im Jetzt bist. All das ist verbunden mit dem Brechen des zweiten Gebotes. Wenn du das durchschaust, wir bleiben gleich, du hast so schön die Erbanlagen und die Erziehung herausgestellt. Da können wir dann nur die Wörter erklären, dir das eigentlich von selbst. Aber lass das einmal, das Erste, was jetzt ist, es gibt eigentlich als Ausgangsbasis bloß diese absolute Einheit, das ist Gott. Mhm. Und jetzt, du musst ganz tief erinnert haben, sobald du was denkst, den Gott, den du dir symbolisch ausdenkst, ist auch nur ein Geschöpf. Das, was ewig ist, kann nicht gedacht werden. Mhm. Und du kannst Bilder nur erzeugen, indem du hier dich rein fokussierst in die Struktur. Das habe ich zig und lang und breit erklärt. Jede Erscheinung, die in dir auftaucht, taucht hier und jetzt in dir auf. Ja. Alles, was du nicht denkst, ist in der Einheit. Du weißt, wenn ich sage, egal was du denkst, es wird nicht überleben, dann habe ich hier im Fliegenstall, wo du dabei warst, habe ich gesagt, du musst wissen, in dem Moment, wo du an deinen Vater denkst, wie alt ist der jetzt von dir ausgedachterweise? 66. Erschaffst du einen 66-Jährigen aus nichts? Der wird mit 66 in deinem Kopf geboren. Und wenn du ihn nicht mehr denkst, ist er wieder weg. Mhm. Alles, was du nicht denkst, geht super gut, es ist heil. Das heißt, bei dir klingelt die Haustür, du gehst hin, du öffnest, es ist irgendeiner, der bettelt. Wenn du denen jetzt wirklich helfen willst, mach die Tür zu und vergiss ihn. In dem Moment, wo du ihn nicht mehr denkst, ist nämlich, prinzipiell hat was ausgedacht, das kann nicht überleben, das Überleben. Mit zwei Bündchen drüber ist aufgespannt mit.
Ich höre dich nicht mehr, Udo. Daniela, hörst du mich noch? Wir versuchen nicht zu arg rauszuholen. Bist du Okay. auf dem Gematrie-Explorer, Martin? Gib mir mal die Radix BR an, 2200. 2200 habe ich. Da, wenn du jetzt das mal hier runterfährst, in den Kommentar, da steht jetzt hier, das geht hier, wenn unter, da haben wir zuerst BR ist im Kopf rot geschrieben. Okay, Ja. im Kopf blau geschrieben, polare Rationale, eine polare Berechnung. Dann habe ich im Kopf das Äußere. Ja. Jetzt kommt jetzt die Oberfläche, da habe ich die Wellen dazu gemacht. Jetzt steht hier schwarz das Äußere. BR im Langenscheid, im Modernen ist BR das Äußere und du siehst jetzt, das ist das im Kopf erweckte Äußere. Das polare Äußere heißt auch Auswählen, Reinheit, Unschuld. Im Langenscheid steht das noch zusätzlich zu etlichen Sachen, die oben stehen. Jetzt habe ich hier die Reinheit, wird schon interessant, schon her. Der Kopf ist eine Einheit. Nur anders, die Zeichen anders gedreht. Minus die Unschuld, aufgespannte Existenz ist eine Schulöffnung. Kommst jetzt langsam, kriegst dann Hauch mit. Ja. Jetzt habe ich hier noch dahinter Reinheit. Statt dass ich das hier, das A, das ist eine Spiegelexistenz. Und H, Eid, wenn du eingibst, Eid hast wie buchstabiert. Gib mal, also 1, 10, 500 hast wie buchstabiert, H, Eid, okay? Eins, Jetzt, zehn. das ist 1, 10. Ja, habe ich buchstabieren. Das ist wie buchstabiert. Das ist immer die Wirklichkeit, Eid, K, Eid. Die Wirklicht, da ist es Wirklicht. Und K, die Wirklichkeit ist wie buchstabiert. Du kriegst eine tiefe Demut. Jetzt glaube ich, habe ich den Eindruck bei dir, Geistesfunk, dass es langsam dämmert, um was mir geht. Dass es wirklich eine Matrix ist. Das Deutsch Ivri, dieses Hin und Her, macht das Ganze selbsterklärend. Nochmal, Holofeeling ist ein vollkommen neues Weltbild. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu BR. BR löschen Was? Wir nehmen zwei, das einmal vorneweg. Hast ja, du? habe ich. Jetzt pass auf, jetzt sind natürlich da viele Sachen. Der Acker, das ausgedroschene Getreide. Das sind alles Übersetzungen, wie sie im Denachbar BR vorkommen, wie du sie im Gesenius findest. Aber da ist das einmal der Überbegriff, ist hier ein ausgedroschenes Getreide, ein reines Reinheit. Schau, die R-Einheit haben wir gerade schon gehabt, dann heißt es auch Sohn. Da muss man aber wissen, das ist BR ist aramäisch für Sohn. Steht hier nicht dabei. Das aramäische Sohn. Wort für Sohn ist BR. Ich habe einmal die Geschichte von Barabbas erzählt. Ja. Das ist immer als Jesus, das musste ich jetzt nicht identifizieren, als Jesus habe ich ja hier, als Menschensohn, habe ich mich ja nicht Ben Adam genannt, sondern Baranosch. Baranosch, Bar-Enosch, der Sohn eines Menschen. So, der Martin und der Brösel Udo, wir sind Baranosch. Der Jesus nennt sich auf Aramäisch im Original Baranosch, der Sohn des sterblichen Menschen. Ich bin ein Baranosch, ein Menschensohn. Das ist blau geschrieben. Der Ben Adam, das ist das Gotteskind, der ist Geist. Bist dabei? Ja. Und jetzt ist es, dass hier, wenn du in die Verben und die Adjektive gehst, dass das zum einen abholzen heißt. Jetzt kommt das ausgedroschene Getreide, muss ja zuerst einmal vom Feld entfernt werden und dann werden die Körner von dem Getreide nochmal entfernt. Das ist ja wie abholzen, was wegmachen. Das ist, was du wegmachst, wird ausgewählt. Das ist eine Auswahl. Was jetzt ist, dass dieses BR sehr oft in dem Kontext steht von hell, lauter, leer, rein, roten, scharf. Du musst wissen, wenn ich ein Feld abdresche, ein freies Feld oben, schau, oben steht schon freies Feld. Das ist eigentlich der Wasserspiegel ohne Gedankenwellen. Ja. Jetzt kommt aber der Widerspruch in sich selber, weil das ist ja dann leer, das auseinandergeschmissene Erweckte plus 5 minus 5 ist doch gleichzeitig eine Polarität, die arithmetisch betrachtet eigentlich eine Illusion ist, so wie jeder Wurzelbegriff in der Arithmetik zwei Ergebnisse hat. Wurzel 9 wird der normale Mensch sagen, ist 3. Ich sage unkorrekt. Die Wurzel 9 hat zwei Ergebnisse, nämlich plus 3 und minus 3. Das erkläre ich in der Mutation. Jetzt ist aber plus 3 minus 3 nichts. Das Hebt heißt, die sich Wurzel auf. ist ein Nichts, das wir polar aufspannen, das sich aber in sich selber aufhebt. Ich wiederhole noch mal ganz kurz, mache mal hier Chat L.
Als Radix, löscht das einmal. Chat. Ja. Das ist es, ein kollektives Licht ist zum Beispiel, wenn wir sagen, plus He, minus He. Mhm. Das ist jetzt ein Kollektiv und da heißt jetzt das hier, das Koll ist ja das Weltliche. Das ist erst einmal das Wort für weltlich, was übrigens mit einem Waff dazwischen dann Sand heißt. Kollektiv aufgespanntes Licht, löscht es, gib mal Chat Waff L ein. Chat Waff L. Wir bleiben nur blau. Das ist ja das kollektiv aufgespannte Licht, wenn du mal ins Blaue runtergehst, wenn du es noch nicht drauf hast, aber irgendwann hast du es drauf. Mhm. Da steht jetzt nur eine spezielle Kollektion von Denkmöglichkeiten, etwas aufgespanntes, aufgespannt, ausgedachtes Licht ist immer Licht und Schatten, ist Wellenberg und Wellendal als Hüllkurve betrachtet. Mhm. Okay? Das hast du jetzt hier, das ist das Weltliche und dasselbe Wort hast auch Sand. Jetzt hast du die raumzeitliche Schöpfung, ist die existierende Öffnung. Mhm. Interessant ist, da gibt es das Meer, das im Meer ist. Was ist der Rand? Ist Sand. Das Raumzeitliche wird deine, tauscht die, dieses Raumzeitliche gegen das R, gegen die Berechnung aus und dann wird der Sand, ist der Rand. Okay? Ja. Der Sand ist der Rand und das ist das Weltliche. Da wird es natürlich jetzt sehr, sehr interessant, dass wenn du jetzt in Gesenius reingehst, Bachol, da steht jetzt Sand, das sind fast zwei Seiten und dann steht hier Bachol zusätzlich noch als Beschreibung, der wehende, kreisende Sand in der Wüste. Denk dir mal so Sandrosen in der Wüste, wenn der Wind weht, schaukeln sich so kleine Wirbelrosen. Ja. Okay, darum heißt es ein wirbelnder, sich drehender Sand. Das ist Choll. Mhm. Jetzt machen wir mal Chill. Chill. Chi ist ja das Leben. Chi ist das Leben. Einzeln nachgeschaut, das ist das lebendige Licht. Mhm. Da steht jetzt Angst und Schmerzen. Arme Fähigkeit, interessant ist in allen Wörterbüchern, das ist Angst vor Schmerzen, Fähigkeit, die Geburtswehen ist hier nur blau. Im Langenscheid wirst du feststellen, Chill ist das Wort für die Geburtswehen, speziell. Mhm. Okay? Das Vermögen. Darum steht da unten auch Gebären mit als hervorbringen, greifen, rekrutieren. Mhm. Okay? Ja. Was jetzt wichtig ist, wo war deine Frau, wie sie in den Wehen gelegen ist? Im Kreissaal, im Krankenhaus. Ja. Krankenhaus ist Choller, gibt Chat LH ein. Das ist die wichtige Wahrnehmung. Moment, Chat LH. Ah. Ja, habe ich. Das ist die weltliche Wahrnehmung. Du merkst, ich fasse jetzt zweieradig dieses kollektive Licht durch gleich das hebräische Wort dafür setzen. Gerade wie bei Chi, sage ich, Chi ist ja Lebendigkeit. Mhm. Okay? Da steht jetzt erst einmal ein Ringbrot, das ist bloß an einer Stelle in der Bibel. Das ist normalerweise ist das hebräische Wort für krank sein, für krank werden. Krank sein, schwach werden, Shin wach, deine Logik wird jetzt wach. Mhm. Und dann hast du doppelt aufgespannte, erweckte Urteile, DN. Mhm. Jetzt ist natürlich, wenn mich das hinschmeißt, du müsstest jede Radix einzeln nachschauen und wenn du die Offenbarungen lange genug liest und dennoch ein bisschen rumspitzt, das ist der Sinn vom dennoch, wirst du geistig unheimlich beweglich. Das heißt, wenn du ein Wort siehst, ist es ungefähr so, wie wenn ich jetzt zu dir sage, du siehst das Wort Matrix, ich sage, kennst du den Kinofilm? Mhm. Und du weißt jetzt, selbst, wenn du den mit dem Udo anschaust, wenn ich daneben sitze, garantiere ich dir, auch wenn der Film 2 Stunden dauert, mir brauchen 2 Tage, weil ich alle 5 Minuten anhalte und dir eine halbe Stunde erkläre, was im letzten Satz gesprochen wurde. Mhm. Das heißt, deine Denkgeschwindigkeit fällt ihm jetzt, du denkst, ohne zeitlich zu denken, das ist das, wenn ich sage, kennst du das und du sagst ja und du hast es wirklich durchschaut. Kannst du rechnen? Ja. Mhm. Jetzt kommt dein Sohn und sagt, Papa, erklär mir, wie man rechnet. Nochmal ganz schnell zurück, verzeih mir, wenn ich das jetzt... Ja, ja. Es wird mir ein bisschen schwindelig mit all diesen... Ich versuche das nachzuvollziehen, aber ich muss mich das auch nachher nochmal anhören. Aber kannst du nochmal etwas sagen zu dieser Hierarchie, die ich raumzeitlich wahrnehme? Das irgendwie muss es jetzt da kommt, doch... Jetzt pass auf, wir wollten ja, ich knüpfe jetzt an, wo wir angefangen haben, mit einem Vater, mit einem Sohn. Okay. Dass das Erste in Fegenstall, ich gesagt habe, es wird... All dieses Gehixe um Menschenleben, solange du von Enos sprichst, sind es einfach nur Figuren auf der Leinwand auf einem Zeichentrickfilm. Ich sage mal ganz einfach, es ist ein Zeichentrick. Mhm.
ist jetzt das Zeichentrick für den Löstin dir was aus? Die hebräischen Zeichen. Ich benutze einen göttlichen Trick, um aus diesen Zeichen in deinem Kopf vollkommen reale Erscheinungen zu machen. Ja. Es sind Zeichentrickfiguren. Ja. Weil interessant ist, dass du bei dem Wort Daniela mittlerweile ja ganz, ganz klare Vorstellungen mit einem Programm hast. Ja, ja. Aber dass irgendein anderes Programm aus dem Wort Daniela ganz anderes Bild entwirft. Du merkst, es wird auch hier im Hintergrund sehr, sehr komplex. Und wenn ich jetzt immer wieder sage, du musst Deutsch können. Das heißt, für mich ist ein Deutscher, wenn ich jetzt in die Realität der Trockennasenaffen gehe, für mich, der darf schwarz sein, der darf Schlitzaugen haben. Es geht, er muss die deutsche Sprache in der Grundlage beherrschen und dann ist er für mich ein roter Deutscher. Er hat die Möglichkeit zu deuten und auszulegen. Wenn du nur Englisch oder Chinesisch sprichst, hast du die Fähigkeit nicht. Das heißt ja, wo wir gesagt haben, dann kommen ja Türken und Franzosen, da kommen ja, die kommen ja nicht ins Himmelreich. Und da sage ich, nein, pass auf. Wenn du jetzt, wie definierst du das Himmelreich? Mir sagen wir mal, das Himmelreich ist das, was immer ist, die Ewigkeit. Hayom, Himmel, ich mache mal Hayom, steht ja H-I-M, was ich Yom ausspreche, jetzt hebraisiert Yom ausspreche, ist ja nur I-M, im. Ja. Okay. Im. Zeige ich dir übrigens dann was Wunderschönes noch. Dass dieses H im ML, jetzt ist die Frage, mache ich aus dem L eine 1 vorne, dann ist es von Gott, das Meer von Gott heißt es, ganz korrekt. Okay, H im ist das Meer und ML, wenn wir das E, ein Elef, eine 1 setzen, dann heißt es das Meer von Gott, absolut korrektes Hebräisch. Wenn wir das E als 70 setzen, dann hast hier ein gestaltgewordenes Joch, das auf das Meer und ein gestaltgewordenes Joch, das aufgeschmissen wird. Und jetzt ist es also so, dass die Menschen, die du dir ausdenkst, die kommen aus dem, der immer ist und die entstehen hier und jetzt in dem Moment, wo du sie denkst oder wahrnimmst und in dem Moment, wo du die nicht mehr denkst, sind die eigentlich schon wieder im Himmelreich, weil sie fallen ja wieder in dich rein. Warte mal einen kleinen Moment. Gut. Das ist also hier mal die erste große Erkenntnis. Das heißt, das Überleben. Überleben. Schau mal das Wort an. U mit zwei Bündchen drüber. Doppelt aufgespannt. ER haben wir gerade gehabt. Polar erweckt, beziehungsweise das Äußere. Ja. B, überlegen. Ist eine außer, denke ich mal, Lenkexplosion, sagst du mal ganz einfach. Ist eine auseinandergeschmissene geistige Existenz. Die geistige Existenz, GN, blau geschrieben wird zu einem, also geistiges Sein, auseinandergeschmissenes geistiges Sein, ist Gan, GN, im Gematrie-Explorer ist das hebräische Wort für Garten, GN ist Garten. Okay, ja. Das ist immer das erste Garten, jetzt macht das G wieder rot, dann hast du den Geist, Rückholpfall, der Geist und seine vielen ausgedachten Orden. Das ist der Garten. Das ist der Geist ja. In deinen vielen Orden. Da, wenn du jetzt natürlich diese Orden, kann man AR ja wieder mit A als 70 machen, dann hast du erweckte, erscheinende oder gespiegelte Existenzen. ATN. Du musst sehr, jetzt hast du die Vokale rausschmeißen und das irgendwann einmal macht es Klack. Martin, jetzt mache ich einmal bewusst, wir denken uns jetzt den Redo aus oder Diana, wo das Klack macht hat und die sagen, das ist, wo du schaust, du hast nur Lächeln im Gesicht, weil die Wörter alle genial sind, ja. Göttlich sind. Und das ist ein Prozess, den kann man sich relativ leicht aneignen, wenn das auf deinem momentanen Programm drauf ist. Was natürlich jetzt solche Sachen sind, jetzt gehen wir nochmal, und darum habe ich, um das fertig zu machen, dass ich zuerst einmal sage, dir muss klar sein, selbst wenn du jetzt noch weltlich gesinnt bist, dass nichts und niemand, den du dir ausdenkst auf Ewigkeit, die Erscheinung als Ding an sich sind Gedanken werden. Wie oft habe ich erzählt, dein Sohn, erinnere dich jetzt, du kannst dir nur jetzt denken, wie man dir das erste Mal einen Sohn in den Arm gelegt hat. Das ist jetzt ein Gedanke, wo war der jetzt die ganze Zeit, wo wir hier über irgendwas anderes gesprochen haben. Es ist nur, wenn du es denkst und es ist hier und jetzt, dasselbe gilt für deinen Vater. Das heißt, all die Probleme, die deine Logik durch raumzeitliches Vorher- und Nachherdenken aufwirft, die sind schon weg, bevor sie entstehen, wenn du das verstanden hast. Und der Fakt, dass ich noch immer damit konfrontiert werde, wenn ich zum Beispiel... Du hast es noch nicht losgelassen. Und jetzt pass auf, Martin, jetzt könnte ich speziell mit dir, wenn dir das recht ist. Ich sage immer wieder, der uns jetzt beobachtet, der das Gespräch belauscht, ist in einer komplett anderen Welt. Wir sind nur Figuren in seinem Traum. Ja. Du hast hier die schöne Geschichte, hier deine persönlichen Probleme, wo du erkennst, du hast so viel von deinem Vater. Ich erzähle dir jetzt mal was von dem leiblichen Vater vom Udo.
ich bin das Mama-Kind gewesen, es läuft jetzt voll parallel zu dir. Es ist eine Lebensgeschichte und die zwei Lebensgeschichten von den Charakteren sind relativ gleich. Du solltest dir mal Gedanken machen, wieso ich jetzt in dir aufgetaucht bin. Und das kann sich sehr, sehr oft spiegeln. Das heißt, das totale Mama-Kind, meine Mutter, ist bei Stiefeltern groß geworden. Das ist jetzt aktuell, jetzt raumzeitlich gesprochen, aktuell immer wieder dasselbe, wenn ich sie im Pflegeheim besuche. Die ist bei Stiefeltern groß geworden und das war die reine Hürde. Dann hat sie meinen Vater kennengelernt. Mein Vater war ein Lebemann, der hatte viele gute und schlechte Seiten. Ich habe das schon ein paar Mal erwähnt. Ja, ja. Sein Hauptproblem waren Frauen. Er hat die Fähigkeit gehabt, aus Scheiße Geld zu machen. Aber ohne zu betrügen, das habe ich sehr bewundert. Und ich sage das nochmal, hat mir immer eingeimpft, die Zeit, wo ich meinen leiblichen Vater zu tun hatte. Ein Mann kann alles, er muss bloß wollen, kann ich nicht, gibt's nicht. Das heißt, er hat sich dagegen wehrt, dass er als Mann irgendwas nicht kann. Dann muss ich es halt lernen. Mhm. So viel zum Thema Lernen. Das Zweite, was für mich noch entscheidender war, wo er eingebläut, wenn du jemanden um 10 Pfennig bescheißt, hacke ich dir die Hand ab. Das aus dem Mund eines Menschen, der wirklich hier aus Scheiße Geld gemacht hat. Und ich habe dann immer gesagt, ich habe nichts in der Phase, wo ich das durchlebt habe, bis ich es durchschaut habe. Ich habe nichts gegen Geld verdienen, nur ich habe absolut was gegen Bescheißen. Mhm. Das sind zweierlei bei Sachen. Wobei du dann irgendwann erkennst, dass das nicht der Sinn des Lebens ist. Und jetzt ist es so, dass jetzt gehe ich einmal wenn tiefer, jetzt wird es intim und ich sage immer wieder, wenn wir unseren Computer ausfasten lassen, ich habe keine Geheimnisse. Weder als Charakter Udo, das ist die Offenheit, wo ich immer sage, um das gleich anzuführen, wenn wir wirklich eine Demokratie hätten, die aus vielen genannten Gründen sowieso nicht funktionieren kann, Dummköpfe an die Macht, denk an mein demokratisches Krankenhaus zum Beispiel. Mhm. Das ist, wenn wir jetzt das einmal setzen als ein kleines Ideal, dann ist ja jeder Bürger einer Demokratie ist ein Teil dieser Demokratie. Das heißt, die Regierung selber als Ding an sich dürfte überhaupt keine Geheimnisse haben. Es müssten alle Regierungsbeschlüsse und alle Sitzungen müssten vollkommen öffentlich übertragen und für alle zugänglich sein. Es dürfen nicht alle mitbestimmen in der Regierung, die dürfen nur wieder ihre Abgeordnete wählen, weil sonst wird es ja viel zu komplex. Das heißt, wenn du jetzt ein kleines Dorf dir nennst, die macht einen Dorfführer, der wird gewählt von der Gemeinschaft, was jetzt aber wichtig ist, dass ich überprüfen kann, ich habe ihn ja gewählt, was der dann für mich abstimmt. Mhm. Das ist mittlerweile schon längst dahin, es sind nur noch geheime Abstimmungen, das wird alles weggemacht und Geheimniskrämerei ist das Zeichen einer machtgeilen Elite, ob das Freimaurer sind, die mögen sich noch so schön darstellen, ob das Politiker sind, in dem Moment, wo ich irgendwas vor der Masse verheimliche, will ich was Besonderes und was Wichtiges sein. Das wird natürlich dann immer gerechtfertigt, das ist für die Masse nicht und das ist zu gefährlich. Das ist die einzige Rechtfertigung, ist die eigenen Dummheiten, die eigene Besonderheit herauskehren zu können. Wäre das nämlich öffentlich zugänglich, dass das jeder sieht, verstehst du, würdest du nämlich sehr, sehr schnell merken, wenn die jede Beschlüsse machen, zum Beispiel jetzt, hier kennst du den Film Wakeser Doc, ich habe ihn angesprochen. Also, ich habe noch nicht gesehen, den Wakeser Doc, wo hier über die Nachrichten in Amerika in dem Film verbreitet wird, extra in Hollywood angefertigt, ein Scheingriech in irgendeinem Land, der total banal ist, wird hier hochgebauscht, dass die Emotionen sich aufbuschen. Ich erinnere, in deiner hier und jetzt zurückgeblätterten Vergangenheit die Kuwait-Krise, wo hier die Amerikaner, wo hier dieses Scheichmädchen hier heulend in amerikanischen Fernsehen erklärt, wie ihre Mutter und sie vergewaltigt wurden. Und danach hat sich herausgestellt, dass die zu der Zeit gar nicht dort war, dass die in Amerika, eine Tochter von einem Scheich in Amerika studiert, dass das eine reine Inszenierung war in einer riesen Live-Übertragung im amerikanischen Fernsehen. Und das war der Auslöser, wieso das amerikanische Volk dann mehr oder weniger in der Demokratie gebilligt hat, dass Amerika hier in Kuwait und dann im Iran einmarschiert. Mhm. Also noch vor dem Irakkrieg war ja diese Kuwait-Krise, wo die bösen Iraker hier das angeblich, die vergewaltigt haben. Reine Inszenierungen. Was natürlich jetzt gefährlich ist, ich erzähle dir Märchengeschichten. Diese Geschichte, die jetzt real in den Nachrichten war, ist genauso eine Märchengeschichte wie Schneewittchen oder irgendeine andere Geschichte, weil alles, was in dir auftaucht, symbolische Märchenbilder sind. Der Zweite Weltkrieg mit Hitler, mit den KZs. Wenn du das beschwörst, alles, was du davon weißt, kennst du vom Hörensagen. Ja, ja, stimmt. Und jetzt kann ich nochmal sagen, wenn einer was anders glaubt wie du, der hat bloß eine andere Informationsquelle. Und die Dummheit beginnt in dem Augenblick, wo du meinst, du müsstest einer dieser sich widersprechenden Quellen den Vorzug geben.
dann entheiligst du die Tasse. Es ist gleichgültig, ob du dich aus Standardmedien informierst oder aus Internetseiten mit Verschwörungstheorien. Jeder, der glaubt, was er glaubt, ist das einzig Richtige. Und wenn sich was widerspricht, steht immer ein Drittes dahinter, was die Wirklichkeit ist. Das wirkende Licht, das Licht auf der Leinwand und die Schatten auf der Leinwand aufwirft, ist ein anderes Licht wie das Licht auf der Leinwand. Ich wiederhole nochmal, Martin. Das sind Sachen, meine Erfahrung ist, und jetzt sage ich, wenn du hier ich mache jetzt Fiegenstein, in dem neuen Fiegenstall werden auch tauchen die Normen, die Donis und die Fettings, wo ich so oft sage. Die machen intensiv seit 20 Jahren Holofeeling. Die lebt jetzt mittlerweile in der Rente. Und die werden dir beide bestätigen, bis zum heutigen Tag, die lesen von morgens bis abends. Hier und jetzt gedacht, der Peter Fetting ruft mich an, er sagt, Udo, ich habe jetzt, ich weiß nicht, zum wievielten Mal die Neo-Apokalypse wieder gelesen. Und mir haut es jedes Mal einen Vogel raus. Ich habe den Eindruck, da stehen permanent Sachen drin, die ich vorher nicht gesehen habe, weil es mir nicht aufgefallen sind. Weil ich jetzt immer mehr zwischen den Zahlen mit Auffächerungen liest und er kriegt es gar nicht mehr mit. Okay? Ja. Und da ist eigentlich hier diese schöne Erfahrung, das ist das Wachstum des Geistes. Und das wirst du erst erleben, wenn du alt bist. Das heißt, das ist wie innen so außen als 31-jähriges, quietschiges Etwas. Kannst du das jetzt erahnen? Das ist ein Geschenk, wo es hingeht. Aber du wirst abwarten müssen, erst wenn sich das in dir ändert, wirst du dann automatisch, wenn du zu verstehen anfängst, graue Haare bekommen. Das geht gar nicht anders. Darum ist ja auch das hebräische Wort für grau, heißt auch alter Mann und weiß es halt. Solange du noch schwarzhaarig bist, Shin Vyaris, hängst du mit einer logisch doppelt aufgespannten Erde Shin Vyaris noch der Welt. Das sind Symbole, du kannst das jetzt schon verstehen. Und dann wird das Leben so ein Spiel. Aber wir wollen zurück hier wieder ganz wieder zum Anfang, zum Vater. Was jetzt, und jetzt kommt die unangenehme Sache, dass hier dann losgegangen ist, das ist mein leiblicher Vater. Und ich betone, das alles habe ich erst erfahren, wie ich 20, 25 war. Meine Eltern sind ja dann geschieden worden. Meine Mutter ist dann weggegangen, da war ich ungefähr 3 oder 4. Und jetzt ist mein Vater, wie die da angefangen haben, der hat dann bei meinen Stiefeltern von meiner Mutter gewohnt. Und der hat ein Verhältnis gehabt mit meiner Mutter, ihrer Stiefmutter. Die war total mein Opa, ich nenne jetzt das mein Opa und meine Oma. Mein Opa war totaler dummer Naht, der hat bloß rumbringen können. Der hat hier, ich jetzt Erzählungen meiner Mutter, also wie ein Tier und sie, also die personifizierte Hexe. Meine Mutter leidet heute noch, wenn irgendwas ist, die hat ein Trauma von diesen Stiefeltern, unvorstellbar, kann sie nicht loslassen. Das heißt, ich kann mich mit der super unterhalten, sobald dieses Wort fällt, verändert sich innerhalb von Sekunden die komplette Physiognomie. Wir waren am Sonntag wieder dort und die hört zu, die sieht aus wie ein junges Mädchen, wenn sie im Rollstuhl sitzt. Die hört, die ist neugierig, die ist wach, du meinst, die versteht alles. Denk wieder an unser Computerbeispiel drauf. Prinzipiell versteht eine Figur in einem Traum sowieso nichts. Du musst sehr wach werden, das mitkriegen. Also ich habe in keinster Weise die Hoffnung und die Erwartung, dass jetzt der Matten oder die Daniela irgendwas verstehen kann oder noch viel schlimmer, dass der jetzt die ganze Zeit nicht da war, der jetzt vom Computer sitzt und dieses Gespräch sich ordnet, dass der vom Computer sitzt, irgendwas verstehen könnte. Der sich jetzt das Ganze ausdenkt, das ist mein Adressant, an den richtet sich meine Botschaft. Ich kann nur den Geist wach machen, der träumt. Das ist der immer ist. Und du bist der Einzige, der immer ist. Nicht der Matten, nicht die Daniela, nicht der Udo und auch nicht der jetzt, mit dem du dich selber verwechselst, weil du jetzt das Gespräch anhörst. Das ist die höhere Ebene. Auf jeden Fall, mein Vater hat ein Verhältnis mit meiner Oma. Meine Mutter natürlich, kleines, dummes Mädchen, hier total austrickst worden und hat gelitten ohne Ende. Nicht übrigens, nicht nur mit ihr, mein Vater war der totale Frauenheld. Sind die Frauen zugeflogen und ich habe gesagt, ich werde alles Mögliche tun, dass ich nicht werde mit meinem Vater. Das war das Negative. Das hast du aber in deinen Albernlagen, Matten. Du bist ja ich. Ja. Ich bin total, du weißt, wie es in dir ausschießt. Und da kommt diese Disziplin. Ich mache immer wieder die Gedanken, die kommen und gehen und du kannst es, das ist das Tier in dir. Du wirst erst einmal deine Rolle spielen, es kommt eh so, wie es drauf ist, aber du wirst dann merken, das ist auch hier geht wieder, was du anderen antust, tust du dir selber an. Ich habe nur das Leid von meiner Mutter, ich habe nur eine heulende Mutter gehabt, was da noch kommt, ist kein Geld und kein Geld. Bis zum heute, man braucht Geld, Geld ist für sie Gott. Nicht, dass die will, nur so viel, dass ich was zum Essen kaufen kann, dass ich kein Problem habe und keine Schulden habe. Wohlgemerkt, ich rede hier nicht von einer Geldgier, sondern rein diesen
Geldgott, den man anbetet, um das Nötigste zum Essen kaufen zu können. Mhm. Das Geld, das mich am Leben erhält, nicht das für Luxus und so weiter und so fort. Aber das ist trotzdem der Wahn. Aber jetzt pass auf, jetzt kommt die Sache. Die zwei Welten. Dann immer wieder, dann erzählt sie mir, dass wie sie mit mir schwanger gegangen ist. Dass die Groß, gerade die Stiefeltern, die sich aufgeführt haben, seid ihr verrückt. Und hätte er das Geld genommen und wäre in Urlaub gefahren. Und hier, die wollten die mich überhaupt nicht haben. Meine Mutter, die wollten dich überhaupt nicht haben, die wollten dich überhaupt nicht haben. Und dann natürlich auf sie einketzt und in ihrer Verzweiflung, die hat mir ja Schnapsbrennerei damals schon angefangen hier, das Geschäft, hat sie schwere Kisten geschleppt und Zeug und war mit der Hoffnung, dass ich abgehe. Aber ich war wie ein Tech, mich hat sie nicht losgebracht. Und da bin ich auf die Welt gekommen und dann war eh, die ersten 2, 3 Jahre kriegst du ja eh nichts mit als Kind. Mhm. Jetzt normal, logisch, raumzeitlich ausgedacht, lebst du ja nur von Hörensorgen. Und dann hat sich ja meine Mutter getrennt, ist dann weg und dann bin ich bei meiner Mutter aufgewachsen. Und was jetzt interessant ist, zu der Zeit hat mein Vater immer noch hier bei den Stiefeltern dann mit das Geschäft geführt. Und mein Vater hatte Besuchsrecht. Also ich bei ihm, und ich weiß jetzt nämlich, war alle 14 Tage oder was, war ich übers Wochenende, jetzt am Sonntag war ich bei meinem Vater, zwangsläufig bei meinen Großeltern. Diese Bösen, die mich nicht wollten. Und jetzt alles, was ich dir erzählt habe, habe ich in meiner Geschichte zuerst so ab 20, 25 erfahren. Vorher wurde da nie, weder auf der Siedlung heißt es hier noch bei meiner Mutter, gesprochen. Und jetzt sage ich, pass auf, Mutter, und wenn die immer sagt, was die Hölle sind und wie böse die Menschen sind, dann wollte sich meine Mutter umbringen und dann erzählt sie, wo sie hier in ihrem unheimlichen Leid und dann hat sie der Briefträger gefunden. Also was, der Geschwätz von alten Leuten. Aber was jetzt interessant ist, wo sie dann voll ausrastet, wo ich sage, pass auf, Mutter, jetzt sage ich dir mal was. Jetzt gehe ich rein in den Traum von dem Udo und ich blätter zurück. Wo ich jetzt anfange, wo ich immer am Wochenende, am Sonntag bei Oma und Oma, Gronau Oma und Opa war. Also hier bei meinen Großeltern, Stiefeltern von meiner Mutter. Mhm. Ich kann dir sagen, das, was ich jetzt noch, wenn ich zurückblätter, was noch wirklich selbst erlebt, ahnbar ist, es waren die liebenswertesten und fantastischen Großeltern, die du dir vorstellen kannst. Das war für mich jeden Sonntag die größte Freude mit meinem Opa, der ist mit mir spazieren gegangen und hab dann das und die Oma, was die alles gemacht haben für mich. Und es stimmt, dann schreit meine Mutter, und es stimmt gar nicht, und die wollten dich überhaupt nicht haben. Verstehst du? Und hin und sie ist nur in ihrer Welt. Und es geht jetzt, dass ich ihr das Ganze nur für den Beobachter erzähle. Das heißt, alles, was ich mit meiner Mutter, wenn ich mit meiner Mutter reden tue, dass ich das nicht verstehe, ist mir klar. Aber da ist ein Beobachter da. Das ist meine Marion. Ich erzähle das eigentlich hintenrum meiner Frau. Die sagt, die lernt so viel, wenn wir bei meiner Mutter sind und ich mit meiner Mutter spreche, weil sie eigentlich, während ich mit meiner Mutter spreche, gar nicht da ist, sondern nur beobachtet und nicht mitkriegt. Die ist so bewusst von diese zwei unterschiedlichen Welten, die ich ja schon darstelle. Schließ einmal deine Augen. Denk dir, du bist bei dir daheim in der Küche. Dieses Spiel, wenn dir das einmal klar ist und jetzt denk dir irgendwelche Diskussionen in dem normalen, bisher von dir ausgedachten Leben, wie unendlich Menschen aneinander vorbeireden. Das musst du dir mal bewusst machen, wie die aneinander vorbeireden, weil jeder glaubt, was er denkt. In vielen Fällen muss da das andere auch denken. Ja, ja. Jetzt habe ich hier so weit ausgeholt, bloß welcher der Geschichte, dass meine Mutter, ich kann die nicht überzeugen, ich sage, pass auf, mein Leben ist ein ganz anderes Leben wie dein Leben. Das ist ein ganz anderer Roman, auch wenn sich das überschneidet. Und was jetzt die Gronauer, so heißen die Großeltern, auch interessanter Name, wenn man das auffächert, was die Gronauers anbelangt, sind es wie mit dem Henkel rechts und Henkel links meine Sichtweise auf die Gronauers. Es sind, ich würde es jederzeit beschwören, dass diese Großeltern die liebenswertesten Großeltern sind, wenn ich bei den Worten, die man sich denken kann. Und von meiner Mutter ihrer Seite, die Stiefeltern, sind die personifizierten Satanikwesen, die ihr ganzes Leben zur Hölle gemacht haben. Ich sage, nein, der, der dein Leben bis zum heutigen Tag zur Hölle macht, bist du selber. Es ist, ich habe in meinem ersten Buch über Sternenlauch habe ich geschrieben, ich widme dieses Buch meiner Mutter, weil sie immer ein Riesenvorbild für Liebe und Demut war. Mhm. Das habe ich auch damals noch so empfunden, das war 89, bis dann die große Erkenntnis kommt. Das war 89, wo ich meine 96 die Transformation habe. Und das habe ich, ich sage ihr das auch immer wieder, ob sie das nimmt oder nicht, weil ich unterhalte mich ja bloß mit einem Gedanken von mir. Ich kann einen Gedanken von mir sagen, was ich will, in meinem Traum. Dass ich sage, bis ich erkannt habe, du warst für mich die Mutter Maria, der Heiligenschein schlechthin der Demut.
der weibliche Christus, der alles auf sich nimmt. Ich habe dich nur heulen gekannt und das Einzige, was du mir beigebracht hast, Bub, halt den Mund, sei lieb, dass die Leute dich lieben. Du wolltest mit aller Gewalt geliebt werden und umso mehr du dich angestrengt hast, den Mund halten, kuschen, arbeiten, immer demütig sein. Dieses Vorbild habe ich das da mal hochgehalten, bis mir kommt, jede Vorstellung von richtig hat auch ein Gegenteil. Mhm. Umso größer der Kreis wird, umso größer du hier deine Mutter auf den goldenen Thron setzt, umso mehr verlierst du den Sicht auf das Dreieck im Hintergrund. Ich habe plötzlich festgestellt, dass meine Mutter der grausamste Mensch ist, den es überhaupt gibt. Mit einer unendlichen Grausamkeit hat die das Leben eines Wesens zur Hölle gemacht, nämlich ihr eigenes. Mhm. Sie hat ihr durch dieses Verhalten, immer den Mund halten, immer kuschen, hat sie ihr eigenes Leben sich selber zur Hölle gemacht. Und da habe ich dann gemerkt, im Versteckten, jetzt kommt es immer wieder hoch, was im Versteckten hier Eitelkeit ist. Sie hat dann hier, wenn ich normal von meinem Vater rede, du in normalen Gesprächen, meine ich eigentlich meinen Stiefvater, sie hat dann jetzt 56 Jahre mit einem Mann zusammengelebt, der mich großgezogen hat. Ich habe ja meinen leiblichen Vater, wie gesagt, nur immer am Wochenende gesehen. Das war, wenn ich jetzt normal im Zusammensein. Und das ist wieder ein Fall für sich vom Charakter, der hat ihr nochmal die Hölle. Sie hat genau den passenden Partner gekriegt. Der hat sie nochmal niedergemacht bis zum es geht nicht mehr. Und ich muss jetzt auch hier wieder sagen, das war nie mein Vater. Ich habe viel arbeiten müssen. Meine Mutter sagt, du hast so viel arbeiten müssen als Kind. Wir hatten ja nichts. Aber ich muss, in Alex hast du ja gegenüber, sage ich immer und immer wieder, ich habe einen tiefen mittlerweile, ich habe immer gewusst, es ist nicht mein leiblicher Vater. Ich muss brav sein. Die Impfung meiner Mutter, du musst brav sein. Ich sage zwar nichts und dass ja kein Streit sich aufbauscht, halt im Mund. Und das habe ich auch schön gehalten. Ich habe auf meiner Mutter gehalten, habe das gemacht. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ich bin dem zutiefst dankbar. Ich wurde super erzogen. Ich kann kein unschönes Wort über ihn sagen, dass er mir was angetan hätte oder dass dann Streit gegeben hätte, schon allein, weil ich gar nicht aufgemuckt hätte. Das ist nicht mein Vater. Im Nachhinein hat es alles nicht geschadet. Verstehst du? Ja, ja. Von meiner Mutter ihrer Sicht aus war das ganz, ganz schlimm. Also sie hat unter den gelitten ohne Ende. Ich in der Form überhaupt nicht. Und dann war eine Situation, um dir das noch zu erzählen, wo ihre Schwester, der Mann, mein Onkel ist gestorben, von meiner Mutter die Schwester. Und dann sagte sie, Mensch, Emmy, komm doch zu mir, ich wohne allein in dem Haus. Du kannst doch weg. Die waren ja nicht verheiratet. Der hat ihr von morgens bis abends das Leben zur Hölle gemacht. Ich kann ihn doch nicht allein lassen. Verstehst du, das ist der Weichzaun. Ja, ja. Das heißt, sie jammert von morgens bis abends, wie schlimm das Leben mit dem ist und dann sagt ihr Schwester, komm doch zu mir, Mensch, du kannst doch bei mir mitwohnen. Nein, dann kannst du ihn doch nicht allein lassen. Der weidet, ich kann doch nicht loslassen. Klingt wie meine Mutter. Meine Mutter hat wie eine Bombe, wo sie gesagt hat, ich wünsche mir bloß, dass ich vor ihm sterb, dass er merkt, was er an mir gehabt hat. Ja. Da kommt dann immer so der... Man kippt es um, ne? So gemein... Das Ego, und wenn du dann ganz wertfrei warst, dass du keine Schutzumweisung mehr magst, weil die Charaktere in deinem Traum, dein Vater, deine Mutter und der Matten, wenn du das Leben vom Matten lebst, es waren einfach nur zu Charaktere in einem Traum. Und du musst wissen, das Licht, wo ich sage, diese Lichtschatten, wenn ich immer blau mache, auch das wiederhole ich. Wenn du in einem Kino sitzt und du weißt, dass du in einem Kino sitzt, ich rede jetzt mit dem normalen Menschen mit der normalen Logik, wenn du weißt, dass du in einem Kino sitzt und du schaust vor dir, machen wir vielleicht noch 3D IMAX, dann ist dir vollkommen klar, dass diese Sonne, die da vorne vielleicht auf der Leinwand ist, nicht die Lichtquelle ist, die diese Landschaft vor dir beleuchtet. Weil du weißt, dass in dem Kino hinter dir nochmal ein Licht ist, das das eigentliche Licht ist und die Sonne da vorne genauso eine Facette von dem Licht im Projektor ist, von dem Wirklicht, von dem wirklichen Licht. Und das wirkliche Licht bist du. Du bist diese Energie, dieses Licht, dieser wirkliche Geist, der immer gleich bleibt. Das ganze Leben, das du zurzeit lebst, Martin, du bist der Leser dieser Geschichte. Du wirst am Ende der Geschichte immer noch derselbe Leser sein wie am Anfang. Der einzige Unterschied ist, dass du am Ende eine Geschichte aus dem Bücherregal, das du bist, mehr kennst. Okay? Das ist es, was ich ernst meine. Ich bin du, ich bin das, was du sein wirst, wenn du aufgehört hast zu glauben, bloß der Matten zu sein und alles andere nicht zu sein. Wie oft sage ich, meinst du, ich will mal mit irgendeinem Fremden den Arsch aufreißen? Und jetzt musst du wissen, dass der Matten und der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, ja wieder nur Figuren in deinem Traum sind. Es gibt doch bloß dich, den Geist, der jetzt in diesem Moment Wort für Wort dieses Gespräch sich anhört. Wo kommen die Worte her?
Hat die der Udo vorher gesprochen zum Matten? Mhm. Nein, wenn dann überhaupt, wird es jetzt zum Matten gesprochen. Diesen Matten, den du dir jetzt ausdenkst. War der die ganze Zeit da, während bloß die Stimme vom Udo da war? Hast eigentlich nicht bloß du zugehört? Mach dir mal darüber Gedanken. Ja, ja. Während ich jetzt angeblich mit einem Matten gesprochen habe, habe ich einfach mal eine Geschichte erzählt, die der du zugehört hast. Bist du der Matten? Ja. Ja, jein, irgendwie, aber du bist doch die Daniela. Nein, die sind doch alles nur Ausgedachte. Ach, du bist der, der sich jetzt dieses Video anschaut oder diese Datei anhört. Das ist doch auch bloß wieder, du bist immer eins drüber. Aber. Das Quietsch, du weißt, wieso ich die das quietschige Etwas nenne. Und das, wenn du jetzt tausende Male wiederholst in einem Zeitraum von 20, 30 Jahren, dann wirst du plötzlich so ein Boah, bin ich blöd gewesen. Also er hat es eigentlich am ersten Tag schon gesagt. Mhm. Da geht es nur gar nicht um Wetteraufächern. Das ist ein Nebenher. Jetzt pass auf, Wetteraufächer. Machen wir einen Gematrie-Exploder nochmal. Ja. Kennst du den kleinsten Satz? Es gibt einen kleinen Satz. Es gibt einen Satz, der besteht nur aus drei Buchstaben. Keine Abkürzung. Ja. Also im Deutschen ist es nicht möglich. Im Holländischen ist es auch nicht möglich. Wenn du ein Engel bist, im Englischen gibt es einen Satz, der besteht nur aus drei Buchstaben. Das ist I am. Ah ja. I-A-M. Wenn du das I-A-M eingibst, mach das einmal. Habe ich. Und jetzt bleiben wir mal nur hier, da hat schon I am. I ist der Gott. Und das A-M ist ja, A-M ist ja die Mutter. Das ist eine individuell erschaffene Gestaltwerdung. Englisch I am, ich bin. Mhm. Ich bi, das heißt, im Gott ist diese Wellenexistenz. Was jetzt natürlich interessant ist, wenn wir das Ich bin eingeben und wir machen jetzt einmal Ich bin, jetzt muss genau Oach gehen, und zwar wie mir das, wir sind ja von der anderen Seite, okay? Mhm. Wir sind ja andersrum, wir zwei. Das heißt, wir müssen das von rechts nach links eingeben, also gib mal NIB ein. NIB. IB. Ja. NIB. Spin rückwärts. Ja. Nip ist die Frucht, ist ein Ausdrücken, ein Gedeihen, ein Sprochen zum Ausdruck bringen. Okay? Ja. Und das Ich rückwärts gelesen, löscht das einmal, ist Chi, ist es Leben. Das Lebendige, der Lebende, das Geschlecht, der Stamm, die Stamme ist lebendig, lebhaft. Ja. Das heißt, wenn du das jetzt zusammenliest, hast Ich bin von rechts nach links gelesen, das Ausdrücken, das Gedeihen, das zum Ausdruck bringen deines Lebens. Du bist deine eigene Frucht. Ja. Und das I am, wenn du jetzt das A im Einzelnen machst, machen wir mal A im Einzelnen, ist ja die Mutter. Dann mal zuerst einmal hier, wenn wir das blau machen, ist die Schöpfung. Mhm. Eine schöpferische Gestaltwerdung. Die Ahnfrau, die Großmutter, dann ist es auch ein Schrauben, die Schraubenmutter im Modernen jetzt. Zuerst einmal, das Am wird ja nicht oft als Mutter übersetzt, sondern meistens, was du hier unter Verbenadjektive hast, als, da, dann, das, falls, gewiss. Und wenn du jetzt gehst, nimmer mehr, obgleich im Langenscheid steht zu stöhnen, das ist hier auch rot, unter der Bedingung das. Hast du es unten unter der Bedingung das in dem roten Bereich? Ja, ja. Ja. Jetzt pass auf, jetzt, wie kannst du dir das vorstellen? Deine Mutter symbolisiert ja deine Logik. Mhm. Übrigens führe ich das sofort wieder zu unserem Frau. Ja. Das Wort Frau ist F-R-A und das U am Ende machst du zu einem Waff, dann wird es Fra mit einem U zur Frau und die Frau heißt sein Wild. Mhm. Euer Fra ist ja Wild mit einem Waff am Ende. Wir sagen Frau U ist die Frau, ist sein Wild, sein doppelt aufgespanntes Kind. Die Frau wiederum kann man anders Weib nennen, dann haben wir W-I, ein doppelt aufgespannter Trümmerhaufen, der belabert. Dieses Weib, dieses B, mit etwas Fantasie machst du ein Better bzw. ein scharfes S draus und dann wird aus dem Weib das Weiß, das Ich Weiß. Mhm. Das ist dein Intellekt, deine Logik. Konntest du den Gedankengang jetzt folgen, wie Deutschland hätte mehr zusammenflechtet? Ja. Das ist natürlich alles reiner Zufall, weil vor 5000 Jahren irgendwelche Neger hier das niedergeschrieben haben. Jetzt ist unter der Bedingung, dass deine Logik, deine Mutter das macht. Und jetzt gehen wir unten in den Kommentar. AM. Ist das dann mal der Schöpfer rot? Mhm. Die erschaffene Gestaltwerdung. Da habe ich jetzt dieses Erschaffen, habe ich das A nochmal blau dahinter gesetzt. A, M, blau gelesen, ist eine erschaffene Gestaltwerdung und den Schöpfer, das rote A, habe ich als unsichtbar vorne gelassen. Okay? Mhm. Ist eine Mutter.
Und jetzt pass auf, jetzt habe ich hier hingeschrieben, lies Mut da. Das da meine ich, dass du da ein Aleph dafür setzen sollst für das E, ein Aleph. Mhm. Okay, Mut heißt ja eine Todeserscheinung. M-Waf-D ist Gestalt geworden, aufgewachsene Erscheinung ist ja Mut. M-Waf-D ist tot. Kannst eingeben kurz. Lösche mal kurz und gib M-Waf-D ein. Gestalt gewordene, aufgespannte Erscheinung ist Mut. Ja. Es ist Sterben. ST sind raumzeitliche Erscheinungen oder raumzeitliche Spiegelungen sind erweckte polare Existenzen. Ja, heißt ja. Auch dann tötender Todesfall. MW, da habe ich jetzt das für das Mut, Mod, kann man auch mal, ist ja, wie gesagt, das WAF hat ja, ist ja UOVW. Darum habe ich jetzt da MWD ist eine Gestalt geworden, aufgespannte Erscheinung ist tot. Alle Tode, Tode bedeutet so viele Gestalt gewordene Erscheinungen sind ausgedachte Gedankenwelt. Mhm. Okay, jetzt gehen wir wieder zurück auf das AM. Löschen. AM. Da habe ich jetzt Mutar sind Tode, Erscheinungen, Gestalten. Lateinisch Tode, so viele Erscheinungen, Gestalten. Die Mutter symbolisiert die schöpferische Logik der Matrix. Mhm. Siehe griechisch Mäder, Mädis, Mädra. Mhm. Das ist Wissen, das ist Matrix, ist die Klugheit. K-Lug. Okay? Und deren logischen Ausgeburten. Quere, nur wenn, falls unter der Bedingung, dass mir etwas logisch erscheint, betrachte ich es als AMT. Jetzt pass auf, interessant. Ist gleich eine Wahrheit, wenn du nämlich jetzt, gib mal oben AMT ein. AMT. Mit AF. AMT, ja. Okay. Das ist das hebräische Wort für die Treuigkeit, die Wahrheit, die Zuverlässigkeit. Jetzt ist AMT, wenn man das Aleph als Vorsilbe lesen, ist es ja imperfekt gelesen. Mhm. Und dann heißt es, ich werde tot. Ich werde alles. Ich werde all das, was ich mir ausdenke, wenn ich das in Rot überwunden habe. Ich werde zu einer Gestalt gewordenen Erscheinung, habe ich drunter geschrieben, ist gleich, ich werde sterben, ich werde total. Oh nein. Das ist jetzt eine Sache, ich erkläre dir jetzt eigentlich, wie ein Computerprogramm funktioniert, was den normalen Anwender gar nicht interessieren muss. Das sind eben die zwei Seiten von Holofil. Jetzt noch mal kurz bezüglich die Prüfungen, ne, die mich... Aber wir haben das soweit jetzt, glaube ich, abgeschlossen, ja, ja. Was jetzt die Erfahrungen heißt. Also so viel anders, es gibt natürlich wieder, jetzt machen wir auch einen Namen, wenn wir nennen, der Peter Staaten, ohne jetzt reinzugehen, bei denen ist es genau umgekehrt. Bei dem ist die Mutter das personifizierte Feindbild. Mhm. Das ist ein anderer Charakter, das sind auch wir. Das sind genauso wir. Wir, das rote Ich ist unpersönlich. Verstehst du, das rote Ich ist ein Bücherregal. Mit unendlich vielen Charakteren, die alle dich ausmachen. Das ist das eigentliche Ich, so wie die Geistesfunktion drumherum ist, wenn du nochmal diesen Tetraeder dir vorstellst, Martin. Mhm. Im Zentrum, der ist überhaupt nicht denkbar. Das ist jetzt, in dem Moment ist ja schon wieder was Ausgedachtes. Also das muss dir klar sein, der symbolisiert dich selber. Mhm. Das heißt mich, UB. Und jetzt ist, wenn wir hier Tetraeder denken, sind, es gibt nur dieses eine Licht. Aber da ist die vier Seiten um sich herum aufspannt vom Tetraeder, das sind auch die vier Quadranten im Einheitskreis symbolisch, entsteht ein Geist. Geist nennt sich ja Ruch auf Hebräisch. Dieses Ruch ist jetzt, wenn wir es blau machen, eine rational aufgespannte Kollektion. Mhm. Wenn wir es rot machen, ist es der Kopf, in dem verbunden ist alles Kollektive. Mhm. Das heißt ja nicht nur Geist, sondern auch Wind. Und vor allem die vier Weltgegenden. Man übersetzt es oft mit den vier Himmelsrichtungen. Jetzt ist natürlich die Übertragung, ist, dass der Wind weht, der kommt, wo er hergeht. Denk an Johannesevangelium Kapitel 3. Solange du glaubst, du wurdest von einer Frau geboren, lebst du in einer Welt ständiger Verwesung. Erst wenn du weißt, dass du von Augenblick zu Augenblick aus Geist und Wasser entspringst, habe ich als Jesus gesagt. Der Wind weht, niemand weiß, woher er kommt und wohin er geht. Das ist der Ruach in Hebräischen. Und das sind die vier Weltgegenden. Der kommt aus dir, du bist das Zentrum und jetzt hast du diese vier Seiten. Mhm. Das sind jetzt, wenn wir den Tetraeder machen, These, Antithese, Synthese und jetzt setze ich das einmal für dich neu, pass genau auf. Die These ist der Denker und die Antithese ist das Ausgedachte. Mhm. Die Synthese ist das ausgedachte Bewusstsein, das sich einen Denker ausdenkt, der seine Sachen anschauen muss. Die Synthese ist das ausgedachte Bewusstsein und das vierte, der das schließt,
ist jetzt das Bewusstsein, dass ich das ausgedachte Bewusstsein mit einem Denker denke, der seine Gedanken anschaut. Okay, das ist nochmal eine Stufe. Und der jetzt, der sich dieses ausgedachte Bewusstsein, das Bewusstsein, dass sich das ausgedachte Bewusstsein ausdenkt, der sich einen Denker ausdenkt, der sich Sachen ausdenkt, okay? Mhm. Dieses rote Bewusstsein ist ja auch was, die vier sind ja auch was Ausgedachtes. Jetzt kommt der fünfte, das ist die Quintessenz jetzt, und der setzt sich jetzt in die vier rein. Merkst du, jetzt habe ich die so oft erklärt, habe nur noch mal etwas anders erklärt. Ja, ich verstehe. Und was dir jetzt bewusst wird, kann Wasserberg, der Wellenberg sein, der ja noch Geist als Ding an sich ist. Das nennen wir das Überbewusstsein. Und im selben Moment entsteht das Wellendorf, das ist das Unterbewusstsein. Mhm. Und beide in der Synthese sind das ausgedachte Bewusstsein. Wir werden da noch genauer drauf eingehen und da kann man wieder Worte ansetzen und dann wirst du wieder merken, das kann man wieder über Hebräisch komplett entschlüsseln. Mhm. Was natürlich ganz toll wird, wenn da mal die Größe da ist und in physikalische Formeln reingehen. Da haut es da voll hin, dass die heiligsten Schriften, die es eigentlich gibt, sind die Physik- und die Chemiebücher. Mhm. Du erinnerst dich grob, wo ich bloß einmal die Ansätze des Mendelischen Periodensystems, die Symbolik dieser Atomen, die sich das aufbaut, wenn man da mal, ich spreche ja Sachen nur an. Aber das ist so Radebrechen, wie wenn du jetzt hier, ich muss Geduld haben, weil du, wenn du jetzt hier einen Zweijährigen hast, der gerade zum Stammeln anfängt, was willst du denn von der Welt erzählen, die du kennst? Du musst die Geduld haben, bis er ein bisschen eine Sprechfähigkeit bekommen hat. Sprechfähigkeit meine ich, die Vatersprache in Grundlagen zu verstehen. Ja. Und es gilt nur für dich Geist, nochmal. Mich interessieren die Figuren in deinem Traum nur sekundär, weil das vergängliche Erscheinungen sind, das sind Gedankenwellen. Und jeden, den du nicht denkst, den geht super gut. Daniela, wann hast du einen Kopf? Was? Wann hast du einen Kopf, wenn du glaubst, du bist die Daniela? Hm? Ich werde dir sagen, wenn du Kopfschmerzen hast, wenn du in den Spiegel schaust und dir die Frisur nicht passt, wenn dich wieder die Pickel anlachen in dein Gesicht und du leidest ohne Ende, dann hast du einen Kopf, wann hast du ein Kreuz? Wenn du Kreuzschmerzen hast, wo ist dein Kopf, wenn du nicht dran denkst? Dann ist er perfekt. Dann ist er heil. Stimmt oder stimmt? Es ist die Probleme, das Vorgelegte. Es ist, was nicht gedacht wird, ist in der Einheit. Das ist das Problem vom Wünschen. Weil sobald ich jetzt einen Wunsch in dir auftauchen lasse, muss dir eins klar sein, das ist eine Welle, die war ja vorher eins mit dir. Und in dem Moment, wo du einen Wunsch in dir auftaucht, ist irgendwas in dir drin, das ist dein Ego, das redet dir ein, du brauchst jetzt das, was du dir ausdenkst, um glücklich zu sein. Hm. Obwohl du das, bevor du dir es ausgedacht hast, doch besessen hast. Hm. Ich verstehe noch nicht, warum das dann passiert. Wenn du dir es ausdenkst, besitzt du es auch. Dann stellst du es vor dich hin, dann kannst du dich daran erfreuen. Es gibt nichts, was du denken könntest, was unabhängig von dir existieren kann. Das sage ich jetzt zu dem Geist, der mir zuhört. Jetzt könnte ich wieder sagen, du wirst doch nicht glauben, dass es in der Welt da außen einen Matten, eine Daniela oder einen Udo gibt, wenn du sie dir nicht ausdenkst. Hm. Jetzt wirst du irgendwann einmal die Mehrweltentheorie verstehen. Wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Der Mensch, ohne Mensch, ist ein Mensch, der in sich selber in unendlich vielen Facetten in Erscheinung tritt und sich extrem viel gestaltet erleben kann. Weil er ja alles ist. Holofeeling heißt das Gefühl, alles zu sein. Es erfordert eine allumfassende Liebe, dass ich alle Charaktere, die in den Märchengeschichten und in den ganzen Romanen in Erscheinung drehe, so wie ich die Tiere liebe, die Gott erschaffen hat, liebe ich auch die Charaktere, die dieser göttliche Autor für mich in meinem Traum erschaffen hat, dass ich was erleben kann. Ich habe schon zigfach erzählt, wenn du ein Mann bist, ich bin der Vater von allen und ein Vater, der ist manns genug, zu seinen Kindern zu stehen. Und jetzt gibt es natürlich Situationen wie bei dir, dass du nicht bei deinem Vater lebst, sondern bei der Mutter. Okay? Wenn du bei der Mutter lebst, das heißt in der ausgedachten Welt deines Traums, ist dein Vater trotzdem für dich da. Das heißt also hier, das ist im Juristischen nennen wir, er sorgt für Alimente. Ali heißt mein Gott. Al-I ist mein Gott, Hebräisch. Okay, bist dabei? Al ist ja Gott und I am Ende heißt mein Gott. Al-I, Ment-E. Alimente. Das ist, im Neudeutsch nennen wir das Unterhalt. Ich sage, ich sorge für deine Unterhaltung. Ich lasse dir permanent was Neues erleben. Jetzt kann das Quietschige etwas zum Beispiel in ihren Raum aufscheinen. Ich erlebe ja nichts. Ich sage doch. Oh, ich höre jetzt nichts mehr.
Was denkst du, er lebt überhaupt nichts? Ja. Du erlebst es. Hat ihm Leben eigentlich eine Daniela gegeben vor Ohrenbohrungen? Und da wirst du jetzt wieder feststellen, es hängt davon ab, was für ein Leben du zurzeit lebst. Stimmt oder stimmt? Bist du noch dran? Ich glaube, die Daniela ist jetzt raus. Ja, das ist, die habe ich, sag ich doch die ganze Zeit. Wenn du nicht an sie denkst, ist interessant. Auch eine Daniela, die wir uns denken, die jetzt nicht da ist, ist da, weil wir an sie denken. Mhm. Weg, wirklich weg sind die Sachen, wenn du nicht mehr dran denkst. Ja. Udo, noch ganz kurz und dann können wir auch Schluss machen zu den Problemen, die ich da beschrieben habe. Es gibt kein einseitiges Gut oder Böse, aber es gilt in diesem speziellen Fall doch, das Tier zu besiegen. Ja, nur, das ist ein Kampf mit dem Ego. Ja. Das ist, schau mal, du hast, geh mal kurz dein Ding auf, zweite Frage, Familienstruktur. Ja, habe ich. Dann mach doch ganz einfach mal die Erbanlagen. Schau mal, du hast hier, ohne jetzt groß, R ist Erweckte, Bahn ist Ben, der erweckte Sohn. Das ist L.A. ist der Lichtschöpfer, wenn man das rot macht mit seinen geistigen Existenzen. Mhm. Aber jetzt ganz interessant ist das Wort Ereb. Jetzt geh mal kurz in Gematrie Explorer und gib ein 70 202. Habe ich. Das ist zuerst einmal dieser Riesengemisch, wo ich drauf eingegangen bin. Du musst das einmal wissen. Wir können jetzt lesen, bleib oben bei dem kleinen Erb. R heißt ja erwecken, erwachen und B ist die Polarität außerhalb. Das heißt, es ist eine erweckte Polarität außerhalb. Mhm. Du machst das 70 einmal rot als Quelle, dann hast du eine Quelle rot und mit dem Rückholfall kommt dann deine rationale Polarität, diese berechneten Polaritäten. RB ist die Grundradix für Vielheit. Mhm. Kannst extra anschauen. Was jetzt wichtig ist, schau mal, was das heißt. Die Erbanlagen. Erb ist zuerst einmal das hebräische Wort für Abend. Da schreite ich schon, der schöpferische Sohn öffnet. Mhm. Dieser schöpferische Sohn, der hier was öffnet, end, die Radix, ab ist der Vater, heißt aufblühen, und END, okay, dieses End, machen wir mal 70, gehen wir mal kurz ein, 70, 50, 4. Mhm. Habe ich. Das ist das Anlegen von Schmuck. Mhm. Die Umhüllung. Das Umbinden, das ist deine Traumwelt. Pass auf, du hast hier die augenblickliche Existenz, die sich öffnet. Wir können auch sagen, ND für sich wiederum, die existierende Öffnung hast du ja Urdein, das hast du ja schon mitgekriegt. Ne? Ist ja, die existierende Öffnung ist ein Urdein, weil du musst deine Gedankenwelt plus minus erschaffen. Jetzt gehen wir mal wieder zurück. Du merkst jetzt schon das Wort Abend, kann man sagen, hier, der Vater blüht auf und kriegt eine Umhüllung, der legt sich einen Schmuck auf. Ich kann lesen, der schöpferische Sohn öffnet. Es sind nur Perspektiven aus dieser Radix, aus diesem Wort. Hm. Es ist, beschreibt eigentlich immer wieder dasselbe. Arabien, da kommen wir jetzt gar nicht. Jetzt kommt wichtig, als nächstes ist es Geschmeiß, ein Geschmeiß. Arab ist auch der Name der vierten Plage in Ägypten. Von den biblischen Plagen habe ich extra mal Update gemacht. Da wird hier dieses Geschmeiß, da gibt es nochmal eine Plage, das ist das Ungeziefer und dann gibt es das Geschmeiß. Sind zwei verschiedene Plagen, ist dieser Name. Dann kommt ein Gewebe, ein gewölktes, okay, jetzt kommt hier nochmal der Schussfaden, Sonnenuntergang, Stechfliege, da merkst du, das hat alles mit dem Ungeziefer zu tun. Aber was jetzt wichtig ist, dass dieses Wort, das hier jetzt nicht drin steht, das ist Gemisch. Unten im Langenheit hast du das Mischen. Mhm. Wenn du gehst jetzt Adjektive ist Abend werden, es wird Abend, haben wir gerade schon angenehm, jetzt heißt es angenehm süß, dann heißt es ein Bürger sein, haften für etwas, die Bürgschaft leisten. Du musst für alles Bürgschaft leisten, was du in dir erwächst, mit deiner Logik. Das ganze Ungeziefer, das du Trockennasen auf der Menschen nennst. Mhm. Und jetzt pass auf, jetzt gehen wir mal ganz, ich muss das kurz ansprechen. Die Primatenbest. Ist das dann mal eine symbolische Handlung in dir? Wenn du die christliche Programm hast, dass du hilfst, dann wirst du helfen. Aber du wirst helfen, weil das dein Programm ist, nicht weil du irgendwie gut bist, sondern du wirst mit einem Bild konfrontiert, wo du dich schlecht fühlst, dieser Mitleidschock, und dann hilfst du. Das ist ein christlicher Akt, ist was Positives. Toleranz, mit Toleranz hat es nichts zu tun. Toleranz ist eine Liebe, die dir nicht irgend von einem Programm vorgeschrieben wird. Mhm. Oder Liebe. Hat nichts mit Liebe zu tun, das ist ein Müssen. Es ist ein Programm, wenn du ein Programm hast. Sexualität hat nichts mit Liebe zu tun, das treibt dich ohne Ende. Mhm. Jeder, der in der sexuellen Phase steht, der weiß das. Das ist programmgesteuert. Wirkliche Liebe, die rote Liebe,
beginnt mit Freiheit. Das heißt, dass du was zum Lieben anfängst, wo dir dein Programm nicht aufzwingt, dass du das liebst. Ja. Das führt uns zu dem Wort Toleranz. Und dann müsste das sein, dass du, was ich gerade gesagt habe, dass du anfängst, wenn du für diese Flüchtlinge bist, dass du aber auch komplett die Rechtsradikalen mit einer anderen Sichtweise tolerierst und umgekehrt, wenn du dagegen bist, dass du auch die tolerierst, die helfen. Weil dir plötzlich als drüberstehender Geist bewusst wird, die dir in meinem Raum, die müssen so sein, wie sie sind. Und ich mache keine Schutzzuweisungen mehr. Wie ich sage, ich werfe den Regenwurm nicht vor, dass er nicht fliegen kann, und den Trockennasenaffen nicht vor, dass er so ist, wie er ist. Mhm. Okay? Und jetzt drehe ich, jetzt kommt was Neues dazu. Jetzt machen wir mal, wir gehen auf die Seite der Flüchtlinge. Die Seite der Flüchtlinge, muss ich dir sagen, dass bei denen ganz schlimm ist. Ich habe ein Gebot gegeben, das heißt hier, zuerst einmal nehme dein Kreuz auf dich und folge mir. Wo es mich hingeführt hat, siehst du, ich bin immer noch da. Mhm. Die laufen davon. Du hast das Leben zu leben, das du hast. Du hast das Leben vom Madden zu leben und das Leben vom Udo und das Leben von der Daniela. Und schon wieder, wenn deine Logik sagt, ich würde ja gern mit dir tauschen. Wünsch dir das nicht, dass du mit mir tauschen möchtest. Wenn du mal hier ein halbes Jahr mit dem Udo zusammen bist, was du zwei Seiten haben, nämlich auf der anderen Seite ein sehr lustiges, lockeres Leben, aber auch verbunden mit einer unvorstellbaren Arbeit. Das, was ich dir jetzt erzählt, habe ich tausende Male erzählt, so wie wenn du das erzählst, das läuft mir zu den Ohren raus. Ja, ja. Ich war nicht mehr müde, weil du so ein Sünder bist und das einfach nicht verstehen willst. Aber ich lasse dich nicht zurück. Das heißt, ich komme aus dem auch erst wieder raus, wenn du ich geworden bist. Mhm. Aber das ist eine andere Ebene. Merkst du, wir reden nicht von den Figuren, da hat es nichts, da muss man nicht zusammensitzen, das ist einmal ganz nett. Den Weg kann man nur ganz alleine gehen und durch davon laufen von deinen Problemen. Du nimmst dein Problem immer mit, solange bis du neben dir stehst und einfach die Figur, die Rolle spielst, die du spielst und zum Beobachter wirst. Und dann siehst du, dass der Matten ihm hinrennt, wenn sein Sohn auf die Straße rennt und ihn zurückhält. Er lässt sein Programm laufen, aber du bist jetzt nicht mehr das Programm. Das ist Demut. Nehme dein Kreuz auf dich und folge mir. Die Bürde, die ich dir aufgetragen habe, ist wahrlich leicht zu tragen. Du wirst einmal merken, umso mehr ich in dir wach werde, umso mehr wirst du über dich schmunzeln können. Und dann wirst du irgendwann einmal sagen, wie ging ich aber einen heiden Spaß mit meiner Enge. Dann spiele ich noch eine Runde. Dann mindestens. Das ist ein Riesen. Du merkst, das ist ein Riesengeschenk. Alles verwandeln, obwohl man oberflächlich betrachtet, überhaupt nichts verändern. Mhm. Du wirst merken, wenn du dich abirrst, denk an mein schönes Beispiel mit in der Balance bleiben, auf der Spitze. Immer wenn du merkst in der Beobachtung von Matten, dass das Programm wieder zu sehen in die ausgedachte Zukunft geht, fällst du herunter, du beugst dich nach vorne. Wenn du wieder nur in der Vergangenheit hängst, fällst du auch herunter, dann beugst du dich nach hinten. Wenn du nach rechts, nur rechts ausgerichtet bist oder nur links, fällst du genauso runter. Das heißt, es werden die guten Menschen, die Flüchtlinge helfen, genauso wenig überleben, wie die dagegen hetzen. Aber was dir immer mehr bewusst wird, ist diese unendliche Geistlosigkeit der Figuren in einem Raum. Mögen die noch so viel intellektuelles Zeug von sich geben, es sind einseitige Rechthaben. Mhm. Weißt du, wo ich immer sage, wenn du jetzt als Beobachter beobachtest, wie du vorm Fernseher sitzt und irgendeine Fernsehdiskussion im Fernsehen anschaust, du merkst die Stufen. Mhm. Wichtig ist nicht, was diskutiert wird, wichtig ist, dass du dich selbst beobachtest, wie du reagierst, dann wirst du feststellen, wie du je nach Diskussion bei einem Sprecher innerlich Beifall klatscht und beim anderen bist du total entsetzt, wie kann man sowas bloß glauben. Stimmt oder stimmt? Ja, ja. Was jetzt wichtig ist, es geht nur darum, dass dir bewusst wird, in was für eine Richtung der Matten noch schaut, intellektuell. Von Vorstellungen, von richtig. Mhm. Okay? Und nicht, dass du das veränderst an den Matten. Du selber, der du den Matten beobachtest, wie er auf die Diskussionen reagiert und wie er, ob er will oder nicht, Partei ergreift. Du selber, für dich ist die Diskussion, wie wenn eine um eine Tasse sitzen und darum streiten, ob der Henkel rechts oder links ist. Du hast diesbezüglich, egal was irgendjemand sagt, zumindest wenn du ich geworden bist, überhaupt nicht mehr den Eindruck, dass das falsch oder richtig wäre. Es ist alles richtig, aber es ist auch alles falsch. Das hängt von der Seite ab, wo man es anschaut. Das ist die Mitte. Und das ist die Heiligkeit. Dann hast du deinen Heiligen Geist in dir wiedergefunden. Mhm. Und dann ist eine Daniela, die sagt, die will ihre Schmerzen loshaben. Das ist schon deine Einseitigkeit. Sie will gesund sein.
Wie oft soll ich noch erzählen? Hier eine Welt, wo nur Gesundheit ist und kein nur Frieden ist, ist wie eine Welt, wo nur die Sonne scheint. In der würdest du nicht lange überleben, wenn du verstanden hast, was Lebendigkeit hast. Lebendigkeit ist ständige Gestaltveränderung. In einer Welt, wo du immer der jetzige Körper bist, der du bist, wie innen so außen, wirst du genau in dieser unendlichen Geistlosigkeit der Trockenmassen auf dem feststecken. Und du wirst dich nie erheben in die höheren geistigen Ebenen, die ja natürlich für einen tiefgläubigen Materialisten bloß religiöses Geschwätz sind. Mhm. Du musst dir keine Gedanken machen, da überlebt keiner, wenn er dann Glauben nicht verändert. Und das wiederum kann ein Gedanke von dir nicht tun, sondern bloß der begreift, dass er der Denker ist, der sich's ausdenkt. Mhm. Und solange er noch fest drauf pocht, wenn ich jetzt fest drauf poche, ich bin der Udo, ich bin was ganz was anderes wie der Martin, ich bin doch viel besser wie du, von der dummen Daniela müssen wir gar nicht reden. Diese Arroganz, das ist, ich bin alles. Ich bin Daniela, ich bin Martin, ich bin der Hundehaufen auf der Straße, ich bin die Kloschüssel und das Ding, was ich reinkacke in die Kloschüssel. Das sind alles Formen, das sind Informationen von mir, die ich in einem ständigen Wechsel zu sehen bekomme, was an mir überhaupt nichts verändert. Wenn das zu einer Gewissheit geworden ist und du wirst plötzlich feststellen, wenn du so zum Denken anfängst, dass du erstmalig an nichts mehr glauben musst, was nicht hier und jetzt da wäre. Ich rede nur von Fakten. Die Schwierigkeit ist, es ist ein vollkommen neues Weltbild, was natürlich den Eindruck macht, dass du total lieblos bist für einen, der nur einseitig lieben kann. Verstehst du? Die blaue Liebe ist immer nur einseitig. Und du wirst jetzt immer mehr erkennen in deiner Welt, dass das Boshafteste an Figuren, das in deiner Welt auftaucht, sind arrogante Menschen, die glauben, sie sind die Guten. Das gilt doch für alles. In allen Griechen glaubt jedes Volk, dass es das gute Volk ist. Stimmt oder stimmt? Stimmt. Ist es so kompliziert zu verstehen, wenn du einen Hauch von gesundem Menschenstand, wirklich gesunden Menschenverstand hast? Und um das jetzt abzuschließen, Martin, ganz am Anfang in Ich bin du, sag ich, du wirst irgendwann einmal erkennen, dass das Pathologischste, das du besitzt, das Krankhafteste, ist das, was du ein Leben lang mein gesunder Menschenverstand genannt hast. Das ist nämlich das, was dir logisch erscheint. Das ist die Falle. Diese Definition von gesundem Menschenverstand, was bisher für dich richtig war, dreht sich jetzt genau ins Gegenteil. Mhm. Was sagst du dir die ganze Zeit? Du musst die Fähigkeit haben, dass alles, was dir gut erscheint, dass das von der anderen Seite genau das Gegenteil macht. Ob das Klingelingeling-Beispiel ist, egal was es ist. Mhm. Ani El Shaddai, ich bin Gott und ich bin mein eigener Satan. Der Verurteilende, ja. Echte übersetzte Tat ist die logische Ordnung meines Intellektes. Das ist der Scheider. Und ich habe das rot gemacht. Dann wirst du zum Allmächtigen, die allumfassende Liebe. Mhm. Ich liebe dich, wenn du glaubst, du bist der Matten, genauso wie die Daniela, wie meine Frau, wie den Udo. Ich mache überhaupt keinen Unterschied. Ich habe es verstanden. Und das musst du jetzt nur noch leben. Mhm. Und dann bist du ich. Und das bleibt was Intimes, dass ich sage, das gilt nur für den Geist, der mir jetzt zuhört. Und da musst du dann ins Eintreten und ins Austreten, all die Sätze in Ich bin, und machen jetzt dann Sinn. Und wenn du jetzt wieder irgendwo, wenn auftaucht ein Forum oder irgendwas, das ist eine Sekte und das ist blöd, du schmunzelst nur noch wissend. Mhm. Verstehst du? Ja, ja, ja. Wie war das nochmal, wenn in deinem Traum eine Figur eine Kritik äußert, das sagt nichts aus über das, was kritisiert wird, das sagt nur was aus über den, der kritisiert. Was, mit was für einem unendlich primitiven, einseitigen Vergleichsmaßstab er arbeitet. Okay, jetzt lassen wir es gut sein, oder? Vielen Dank, Udo. Alles klar. Okay. Tschüss. Bis gleich. Tschüss. Ciao.